Hallo bei der neuen Episode der Dice Actors. Yeah! Yeah. Wir spielen gemeinsam ein Fantasy-Rollenspiel zu eurer Unterhaltung und eigentlich eher zu unserer Unterhaltung. Also es ist eigentlich geht es eher darum, ihr seid Zuschauer von unserem Chaos hier. Unser Chaos ist perfekt. Gesponsert und unterstützt durch ganz viele verschiedene Sachen, die wir in den letzten Wochen immer vorgestellt haben. Und der nächste Punkt kommt jetzt von Patrick Bär. Hallo. Wir danken dem Team von Urban Artworks. Die haben unsere Miniaturen bemalt, gedruckt und richtig hübsch gemacht. Ihr könnt sie, warte mal, jetzt will ich auch mal den, ich mache jetzt mal den Tim. Wenn ihr hier unten guckt, hier so schräg, dann könnt ihr die sehen. Die sind wirklich, wirklich schön geworden. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und schaut mal vorbei bei Urban Artworks. Auch wenn man, wie heißt das hier? Warhammer, Tabletop-Spiele mag. Da kann man sich auch seine Miniaturen bemalen und drucken lassen. Ist so. Ist so. Außerdem könnt ihr uns unterstützen dadurch, dass ihr den Kanal abonniert und fleißig unsere Episoden anschaut, vielleicht auch mal einen Daumen hoch gebt und Kommentare schreibt, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Das gefällt uns nämlich. Und wenn ihr uns weiter auf noch besondere Art unterstützen wollt und da vielleicht auch etwas zurückbekommen wollt, dann schaut mal auf unserer Steady-Seite vorbei. Steady. Steady-Seite ist nämlich unten. Verlinkt in der Videobeschreibung. Oh Gott. Diceactors.com/steady ist richtig, ne? Slash steady. Ab zum Intro. Der Suche nach der Erzmagierin Perelina Feuerspei halfen unsere Helden einem Tabaxidorf. Im Gegenzug bekamen sie den Schlüssel zu einem Teleportationskreis. Eine Art Pentagramm-Amulett. Damit reisten sie auf magische Weise an einen mystischen Ort, den Fürstenhof der Giganten. Nachdem sie sich kurz mit den hiesigen Bewohnern, den elementaren Mephiten, angefreundet hatten, erschien die Elementarherrin selbst in einem pompösen Auftritt voll mächtiger Magie. Nach dieser Show lauschte sie dann den Anliegen unserer Helden und gemeinsam versuchten sie, den weisen Erzmagier Nogovius IX. Zu kontaktieren. Doch nicht nur, dass dieser Versuch fehlschlug, sie erfuhren auch vom Kriegessturm des Reiches Gretorn auf das benachbarte Hartingen. Nun ist offen, wohin es weitergeht. Nur eins ist sicher. Medrash muss noch mehr üben. Medrash, du sitzt am Schreibtisch von Perelina in dem in Maija, dem Giganten der Magie, in diesem Fürstenhof der Giganten, und schreibst dort deine verschiedenen Zaubereien hinein, angefangen mit dem Blitzpfeil, den du als letztes geübt hattest. Hinter dir auf der anderen Seite mit Zugange bei mächtigen magischen Apparaten ist Perelina selbst, die gerade ein paar Experimente macht, dort hier mal wieder ein paar Kristalle rausholt, in irgendwelche Fassungen steckt, dann irgendwas schiebt, ein paar Hebel umlegt und die macht da irgendwelche, ja, magotechnischen Sachen. Bin ich fertig damit? Habe ich den Blitzpfeil hast du fertig aufgeschrieben, ja. Okay. So. Jetzt kann ich auch wieder Magie wirken. Perelina! Was gibt es denn? Hast du vielleicht noch einen Zaubertrick für mich auf Lager? Wonach steht dir denn der Sinn? Was könnte ich noch gebrauchen? Egal, Hauptsache etwas, das Schaden macht. Also, du
solltest dein Portfolio vielleicht etwas erweitern. Du kannst ja jetzt schon den Feinden, die sich euch entgegenstellen, etwas bieten. Vielleicht fällt dir etwas ein für Situationen, in denen du nicht unbedingt jemanden verletzen musst. Ja, Moment, das ist... Ja, da doch eigentlich. Was ist mit Einflüsterung? Ich liebe den Scheiß. Ja, natürlich. Ein Zauber des ersten Grades wäre sicherlich eine sinnvolle Erweiterung. Du hast den schon mal gewirkt. Ja, und den vermisse ich am meisten. Dann versuch dich doch mal zu erinnern an die Bewegung, die du gemacht hast und was du weißt über diesen Zauber, wie er funktioniert, wie du die magischen Fäden weben musst. Und dann versuch mich doch mal dazu zu bringen, irgendwas zu tun. Ich schaue dir ganz tief in die Augen. Mit meinen saphirenen Augen. Und möchte... Hört auf! Und möchte, dass du mir einen einfachen Weg gibst, diesen Zauber zu lernen. Also ich fühle mich nicht irgendwie besonders gezwungen, irgendwas für dich zu tun, muss ich sagen. Bist du sicher, dass du dich richtig konzentriert hast? Nimm nochmal den Fokus in die Hand. Ich muss gerade gucken, was das für Komponenten sind, aber Einflüsterung hat V&M. Okay. Also du brauchst auf jeden Fall eine Materialkomponente und die Verbale. Was ist die Materialkomponente? Das darfst du mit dem Stab dann, mit der Kristallkugel dir. Habe ich die? Ja, das ist das, was du geklaut hast von dem. Achso, genau. Hatte ich den gerade nicht in der Hand. Das ist ein böses Wort. Ich nicht. Okay, dann, wo auch immer ich ihn versteckt habe, packe ich ihn aus. Okay, ich versuche es gleich nochmal. Gib mir einen Moment. Ich muss nachdenken. Ja. Oh ja, sehr gute Idee. Ich schaue dir wieder ganz tief in die Augen. Ganz tief. Und ich möchte, dass du mir all deine Goldvorräte gibst. Das würde dir gefallen, nicht wahr? Verdammt! Also, offensichtlich ist deine Magie nicht stark genug, um mich zu bezaubern. Aber was hältst du davon, wenn wir mal einen deiner Gefährten holen? Oh ja. Dann kann ich mir auch genauer anschauen, was du gerade wirklich tust. Ja. Darf ich aussuchen, wem wir etwas einflüstern? Auf jeden Fall, das wird ziemlich lustig, glaube ich. Ah. Die Karte. Was mit der Karte? Voll auf den Tisch gehauen, die ganze Zeit. Was? Hallo! Mein guter alter Freund Gon. Den möchte ich gerne etwas, dem möchte ich etwas einflüstern. Alles klar. Frosty! Sie ruft Frosty. Und der kleine Mephit, halblingsgroß, komplett aus Eis, so eine Art, er sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Teufelchen oder so ein Gargoyle fast mit den Schwingen aus Eis. Lange Nase und teuflische Züge. Kommt angehuscht rüber in... Moment. Ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte Perrin. Ha. Why? Okay, warum nicht? Frosty, würdest du bitte den Halbling holen? Perrin? Ja, ich bin unterwegs. Und doch. Will mein Geld.
Du weißt gar nicht, dass ich Geld habe. Ich glaube, der will dir das Bier ausreden. Nein, nein. Nee, der will mein Geld. Nein, nein, pass mal auf. Okay, Frosty verschwindet und ja, ihr seid noch in dem Gästehaus zugange, habt euch da ein bisschen entspannt. Und Frosty kommt herein. Hallo, wo seid ihr? Hier. Hallo. Ich glaube, ich bin draußen vor der Tür tatsächlich. Okay, ja, dann sieht er dich zuerst. zu dir wollte ich. Ha, hi, ja. Die Elementarin möchte dich sehen. Ja, ich glaube, im Haus ist gerade eh genug Chaos. Gerne. Okay, dann komm mit. Ja, klar. Er fliegt wieder rüber zu Maja. Renn hinterher. Okay. Rennst hinterher, die Stufen hoch, die für dich ein bisschen anstrengender sind, hochzuklettern. Die großen Zehen des Magiegiganten. Fahrt auf mich! Und dort stehen leicht schmunzelnd Perelina und Vedrasch, die inmitten des Teleportationskreises dort auf dich warten. Ah, da ist er ja. Guck mal, Vedrasch. Hi, was kann ich für euch tun? Hallo, Perrin. Hi. Was hast du denn Schönes gemacht? Karten gespielt. Mit Schlammle und Staubi? Schlammle und Staubi. War schön. Ich hab verloren. In voller Offenlegung. Perelina steht dort so da und beobachtet Vedrasch. Redet ihr miteinander? Nein, absolut nicht. Nein. Sag mal. Ich habe da etwas über eine Tradition gehört in deinem Haus. Wie war das nochmal? Eine Tradition in meinem Haus. Fuck. Wie war denn das nochmal? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Hä? Habt ihr das nicht erzählt? Worum geht's? Ich weiß es nicht. Worauf willst du hinaus? Na, mit dem Einpieseln? Das hat nichts mit meinem Haus zu tun. War das nicht in deinem Haus? Naja, das mag sein, dass ich das da erzählt habe, aber es hat nichts mit meinem Haus zu tun. Er hat mir nur gesagt, dass er sich darüber freuen wird. Genau, ich habe nur gesagt, dass Flint sich freut, wenn man ihm ins Bett pinkelt. Das ist keine Tradition meines Hauses. Aber Vedrasch glaubt das offensichtlich. Ja. Das ist typisch Vedrasch. Das ist komisch. Ich dachte gerade irgendwie so, fuck, habe ich irgendeine Tradition in meinem Haus gesagt, die ich komplett vergessen habe? Verrückte Drachen. Aber das ist ja super. Das wird immer besser. Mensch, also Kelly spielt den Vedrasch so authentisch. Wer macht denn das so? Perrin völlig verwirrt. Was meinst du? Hatten wir jetzt eigentlich Gemächer oder sowas? Ja, ihr habt das Gästehaus, ja. Ja, okay. Also, ich hatte gehört und wirke währenddessen schon Einflüsterung, dass Flint es total schön findet, wenn man ihm ins Bett pinkelt. Und ich würde mir wünschen, dass du das machst. Brauche ich keine Einflüsterung für. Also egal, was passiert. Okay. Oder, oder wollen wir noch gucken, ob es irgendwie... Okay, ja. Kann ich machen. Und während du das machst, könntest du mir eigentlich 50 Goldmünzen geben. Nein. Hey, ich wirke das gerade, natürlich. Ja. Das ist spannend, aber muss er nicht. Also, warum nicht? Bist du auch knapp bei Kasse oder wieso brauchst du 50 Gold? Ja, ich habe so gut wie gar nichts mehr. Ich kann dir 10 Gold geben, wenn du möchtest. Also, ein bisschen weniger als bei Gon, aber ich... Also, magst du 10 Gold haben? Ja, nehme ich gerne. Ja, natürlich. Klar, hier, nimm. Gib dir 10 Gold. Bin ich kurz aus der Rolle gefallen? Ich habe nicht gerechnet, aber Geld Ja, bitte, nimm 10 Gold. Dankeschön, das ist sehr nett von dir, Perrin. Aber 50 sind ein bisschen viel. Also okay, so viel habe ich auch nicht. Da hast du recht. Danke, jetzt habe ich etwas mehr.
Dankeschön. Ja, aber vergiss das mit Flint nicht. Nein, nein, das vergesse ich nicht. Aber ich muss auf den richtigen Moment warten, ne? Das kannst du jetzt machen. Aber jetzt ist nicht der richtige Moment. Okay, nächstes Mal. War das, habt ihr mich, Perelina, war das, wollt, ich dachte, ihr wollt mich irgendwie sehen? Nein. Es war ein magisches Experiment. Hat's geklappt? Tatsächlich nein, Medrash. Warum nicht? Ich habe nebenbei versucht, deine Aura zu erkennen und wie du die Magie aus der Luft nimmst und in den Zauber versuchst zu formen. Aber es ist nichts passiert. Es scheint fast so, als wäre die uns all umgebende Magie irgendwie, kann sie keine Verbindung zu dir herstellen. Du kannst aber nicht greifen. Ich habe doch diesen schicken Zauberhut auf. Das hast du und der gibt dir auch wirklich viele Ideen und Möglichkeiten, aber mit diesem Zauber hat es nicht funktioniert. Wirk noch einmal Blitzpfeil, bitte. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Wer weiß, ob mein Blitzpfeil dann überhaupt funktioniert. Blitze erscheint. Forme zu einem Bogen. Passiert da überhaupt was, ja, bevor ich das weiter... Ja, okay, es passiert was. Blitze formen einen Bogen und ich spanne ihn und schieße ihn, weiß ich nicht, an die Decke. Hey, nicht schlecht. Ja, das so funktioniert, genauso wie du es dir vorgestellt hast. Ist doch super, hey. Ja, wunderbar, aber ich wollte eigentlich dein Geld haben. Ich meine, okay, 10 Goldmünzen sind auch in Ordnung. Sag mal, ist der Hut, der bleibt jetzt so, oder? Steht der mir nicht. Doch, super. Wirklich toll. Wirklich. Danke, Perrin. Das war's? Ja, das war's. Sag mal, Perelina, habt ihr Bier hier? Ich trinke eigentlich nur Most. Most? Mhm. Auch nett. Wir könnten nach Hartingen. Ja. Aktuell habe ich andere Urlaubsziele, aber es ist okay. Was hast du denn gegen Hartingen? Krieg. Ja, deswegen müssen wir ja dahin. Nee, ich habe nichts gegen Hartingen, aber ich glaube, aktuell bin ich woanders besser aufgehoben. Wo denn zum Beispiel? Halbschimmer zum Beispiel. Was will man denn in Halbschimmer? Na, den Illuminierten retten. Den Obelisken wieder ganz machen. Ja, jeder kennt das. Halbschimmerbier. Natürlich, Halbschimmer ist bekannt für sein... Ja, Kleriker und Paladine sind nicht dafür bekannt, dass sie gutes Bier brauen, aber... Die lassen ja importieren. Okay. Obelisk. Hartinger Bier. Obelisk. Hartinger Bier. Du kriegst beim Obelisken vielleicht Hartinger Bier, aber das heißt nicht, dass wir nach Hartingen sofort gehen. Da müssen wir irgendwie cleverer vorgehen und vielleicht mit Norgovius dem IX. Nochmal reden davor. Hat er auch so Flammenhaar oder so wie du, Perelina? Und wie geht das eigentlich? Perelina ist in der Zwischenzeit wieder zurück zu ihrem Arbeitstisch mit den ganzen Apparaten. Ist mir egal, ich quatsch drauf. Genau, ich will es dir nur beschreiben. Ja. Und scheint er in Gedanken zu sein und holt da so ein paar Sachen raus, paar Kristalle, die sie, so eine Kiste mit unterschiedlichsten Kristallen, die sie auf den Tisch auskippt und alle unterschiedliche Formen haben. Was machen wir denn jetzt? Also ein Hoch. Wegen meiner Einflüsterung. Warum wirkt die Magie nicht? Ich glaube, du bist durch irgendwas blockiert. Was könnte das sein? Ja. Du kannst es dir wahrscheinlich selbst beantworten. Pelor? Ich muss Pelor wieder abschwören. Wenn du das glaubst, irgendeine mächtige Wesenheit scheint auf jeden Fall deine Verbindung zur Magie zu schmälern. Ich werde mit Flint reden müssen. Darf ich da dabei sein? So als Mediator.
Boah, das ist mir einerlei. Ah, klingt doch gut. Ich gehe schon mal vor. Perrin, warte kurz. Ja, ja. Sie holt diese Kiste wieder hervor, die jetzt leer ist, und geht so einmal mit dem Arm über die ganzen Juwelen, schiebt die da alle wieder rein. Halt mal deine Augen zu und greif hier rein und zieh zwei Dinge raus. Okay. Okay, würfel mal bitte 2W20 und sag mir jeweils das Ergebnis. 2W20. 1 und 3. Darf und soll ich die 1 nochmal würfeln? Das ist der Halblingsglück, ja, ne? Ja. Das würde auch in diesem Fall zutreffen. Helfen? Ja. Wird's helfen? Ja. Okay. Wissen wir noch nicht. 4 und 3. Okay. 4 und 3. Gut. Da hat man einfach die Chance, wahrscheinlich irgendwas Cooles zu bekommen. Du ziehst, du fühlst, kramst da so ein bisschen rum und fühlst dich irgendwie zu diesem einen sechseckigen Gegenstand hingezogen und greifst den und mit der zweiten Hand greifst du nochmal rein und holst ein Opal heraus. Ein Opal. Genau, ein sechseckiger, durchsichtiger Kristall und ein Opal. Was kann man damit machen? Viele Dinge tatsächlich. Sechseckiger Kristall war das? Mhm. Das nehme ich ja trotzdem mit, das ja. Oh, das kriege ich einfach so? Schenke ich dir. Kriege ich auch einen? Noch nicht. Wie kommt's? Darf ich... Ist das einfach Edelsteine? Das sind besonders geschliffene Edelsteine, ja. Und die haben sich dir ausgesucht. Also, die haben sich dich ausgesucht. Ja, danke. Willst du irgendwas dafür haben? Nö. Ha. Mega, danke. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück und lass euch mal hier ein bisschen studieren oder was auch immer ihr macht. Ja. Tschüssi. Warte, Perrin, ich komme mit. Ich muss da etwas mehr drüber nachdenken. Vielleicht finde ich einen Weg, diese Blockade zu umgehen. Ja, ich werde derweil mit Flint reden. Okay, ihr geht beide zurück zum Gästehaus, wo ihr die drei antrefft, die gerade, außer sie wollen das nicht, aber es wäre eine witzige Szene, die gerade dabei sind, das Räucherfleisch von Husti zu verspeisen. Ah ja. Lecker, danke, Husti. Ja, ist gut, ne? Ganz ausgezeichnet. Sag das dem Halbling. lecker Fleisch. Du musst das nicht essen, wenn du nicht willst. Gorn, ist alles in Ordnung? Vortrefflich. Oh, ich habe heute schon so viel gegessen. Eleni, wird sie was aus... Oh, das ist so nett von dir wieder. Husti verschwindet wieder. Ich werf das Fleisch hinter mich. Hups. Ich war schon satt. Gut, ihr beide erscheint. Ich sitze jetzt auf dem Boden. Ja. Hallo. Ja, seht mal, ich habe einen Zauberhut. Cool, ich heb das Fleisch wieder auf. Hast du Hunger? Was ist das? Was Fleisch. Hast du da in der Hand? Nein, gerade habe ich keinen Hunger. Danke. Oh, das Räucherfleisch? Ja. Aber natürlich habe ich Hunger. Bitteschön. Knusprige Elemente. Nicht wahr? Wie Stein oder sowas. Ja, ein bisschen Schleim ist auch dran noch von Schlammle. Eine ganz besondere Rezeptur. Dreck reinigt den Magen. Was habt ihr denn da gemacht? Warum wurdest du denn eben zu Medrash oder Perlina gerufen? Ah, ist ja auch egal. Sag doch gleich, was haben wir jetzt vor? Was ist der Plan? Halbschimmer ist der Plan. Mehr weiß ich auch nicht. Perlina wollte mit uns nach Halbschimmer. Warum stehen wir dann noch rum? Wir haben auf dich gewartet. Oh, ja, jetzt werdet aber mal nicht frech. Kannst du denn jetzt wieder alles? Ich kann einen Blitzpfeil. Immerhin. Reicht mir. Fühlst du dich denn sicher damit? Das würde ich nicht sagen, aber besser als nichts für den Anfang. Und sobald ich Pelor abgeschworen habe...
Kann ich vielleicht auch wieder mehr Zauber wirken? Medrasch, auf ein Wort? Ja, entschuldige. Ich dachte, wenn ich das so herausposaune, dann fällt mir das leichter. Ich gehe. Ja, Perrin geht hinterher mit meinem Essen. Ja, Perrin hat gefragt, ob er zuhören darf. Mein Gedächtnis sagt mir, dass es eine Treppe nach oben gibt. Gibt es ein oberes Stockwerk? Nee, es gibt einen Küchen- und Abstellraumbereich. Da ist eine Tür zum. Es gibt zwei Räume. Gibt es einen Tisch? Schlafsaal und okay. Küche quasi. Okay, wir sind wahrscheinlich jetzt noch in der Küche gewesen. Da in dem Bereich so. Und dann gehe ich mit ihm in den Schlafsaal. Ich will nur vermitteln zwischen euch. Aha. Ich möchte gerne mit Eleni in dem Vorraum bleiben. Ist okay. Medrasch, was ist passiert? Scheinbar habe ich eine Blockade, die verhindert, dass ich weitere Zauber lernen kann oder sie wirken kann. Okay. Und laut Perelina ist etwas in mir, das das verhindert. Und ich nehme an, dass das mein Glaube an Peloy ist. Medrasch, verzeih mir, dass ich dem jetzt widerspreche, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Pelo dafür verantwortlich ist, dass du etwas nicht mehr kannst. Pelo beflügelt einen. Ja, eigentlich hast du ja auch recht. Ich habe es ja selbst gespürt, als sie zu mir sprach. Ja. Sie. Ist aber auch egal. Was glaubst du denn, was es sein könnte? Er. Nein! Davon spreche ich doch gar nicht. Es ist... Pelo ist eine Frau, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich meine, was in meinem Kopf ist. Pelo. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das kannst wahrscheinlich nur du sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Pelo dafür sorgt, dass du etwas nicht mehr kannst. Vielleicht sollten wir zu Pelo beten. Vielleicht kann er meine Blockade lösen. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Ja, lass es uns versuchen. Lass uns noch einmal beten. Ich gehe wieder in den anderen Raum. Dafür brauche ich mein Gebetsbuch nicht. Was spürst du, wenn du einen Zauber wirkst, den du nicht wirken kannst? Eigentlich ist alles wie sonst immer. Ich habe es noch genau vor Augen, wie zu der Zeit, als ich diesen Bann eingegangen bin, als ich Hexenmeister war. Aber es passiert nicht auf gleiche Art. Außer mein Blitzpfeil, der funktioniert. Aber als ich einen anderen Zauber... einen sehr hilfreichen Zauber, muss ich dazu sagen, wirken wollte, funktionierte er einfach nicht. Aber ich spüre nichts dabei. Es ist nicht so, dass ich die Blockade spüre. Perlina sagte, sie hat sie gespürt. In mir ist alles wie sonst. Ich kann es mir also auch nicht erklären. Ich mir auch nicht, aber gib mir deine Hand. Sprichst du mir nach? Ja. Morgen, Vater. Morgen, Vater. Hörst du mich? Hörst du mich? Führe mich durch die Dunkelheit. Führe mich durch die Dunkelheit. In die tiefsten Gründe meines Innern. In die tiefsten Gründe meines Innern. In mir ist etwas falsch. In mir ist etwas falsch. Ich suche es zu finden. Ich suche es zu finden. Zeig es mir. Zeig es mir. Passiert was?
Wolken lichten sich. Die in meinem Kopf oder die? Die tatsächlichen. Und einzelne Sonnenstrahlen scheinen durch das Küchenfenster herein. Aber sonst? Er scheint uns gehört zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pelor dafür sorgt, dass du etwas nicht mehr kannst. Du hast recht, Flint. Die Strahlen werden blockiert durch Wolken. Also sie schieben sich wieder vor. Mhm. Man hört, wie ich drüben sage, Mann, jetzt hat sich's wieder die Wolken, das haben sie wieder zu verzogen hier. Ich geh ins Fenster, ich mach das Fenster auf. Ich guck raus. Heiter bis wolkig, aber jetzt sind mehrere Wolken da, wo die Sonne gerade steht. Dieser Bann. Dieser Bann muss deinen Bann mit Pelor in irgendeiner Weise stören. Was könnte es sein? Diese Stimme, von der ich euch mal am Lagerfeuer erzählt habe, die Kontrolle über mich hatte. Ich habe sie seitdem nicht mehr gehört. Ich würde denken, seit ich den Pakt mit... Nein, Pakt ist das falsche Wort. Seitdem ich den Glauben zu Pelor gefunden habe, wurde diese Stimme von Pelor überschattet. Ich dachte, sie wäre weg. Aber ist sie vielleicht der Grund? Ist sie noch da? Und sie äußert sich nur nicht. Ich glaube, du fragst von mir Wissen, das ich nicht habe. Aber wir könnten in Halbschimmer noch mal jemanden aus dem Orden fragen. Was hältst du davon? Vielleicht in der Bibliothek? Meinst du, sie könnten mir helfen? Ein Versuch ist es wert. Medrash. Aber ich will jetzt Zauber wirken. Ich weiß, hab Geduld. Auch dich wird das Licht finden. Ja. Na gut. Kopf hoch. Ja. Höher. Kopf hoch. Ja. Siehst du. Ich packe meinen Kristall aus. Übrigens, Flint. Gib mir mal all dein Gold. Kein Effekt auf dich. Medrash, als du meintest, dass du einen Zauber, einen sehr wertvollen Zauber wirken wolltest, der nicht mehr funktioniert, meintest du diesen? Verdammt! Ich pack ihn wieder ein. Währenddessen, ihr drei draußen, macht ihr irgendwas Besonderes? Eleni, oh, Perrin, gut, vielleicht, ich hab eine Frage, kommst du kurz mal rüber? Na klar. Ihr kennt euren Freund Flint einfach besser und länger als ich. Ich habe da ein wichtiges Anliegen. Also, bevor ich mit euch gereist bin, gab's da ja nur Medrash und mich. Mhm. Und eigentlich lief immer alles gut. Und versteht das bitte nicht als Vorwurf. Aber seit wir mit euch unterwegs sind, gerade seit wir mit diesem Flint unterwegs sind, ich habe das Gefühl, ich verliere so ein bisschen die Verbindung zu meinem guten Freund Medrash. Und vielleicht habt ihr ja, ich meine, wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten, was so Freundschaften stärkt und was wichtig für die Menschen ist. Und vielleicht habt ihr ja nochmal einen Tipp für mich. Wenn du dich auch Pelor hingibst, bist du vielleicht auch Teil dieser kleinen Pelor-Sekte. Ich hatte nicht vor, mich einer höheren Macht zu widmen und diese anzubeten. Das war auch mehr ein Witz. Bleib schön bei Perrin und mir. Naja, du kannst ja... Medrash scheint ja gerade Probleme mit irgendwas zu haben. Du kannst ja versuchen, ihn zu unterstützen und sagen, hey, kann ich dir irgendwie helfen, dass du ihm zeigst, dass du für ihn da bist? Ja, oder so ein Hab dich lieb hilft manchmal auch. Man muss die Gefühle aussprechen. Oder ein Fisch. Meint ihr, ein Fisch könnte helfen? Ja, stimmt. Also für mich wirkt Medrash so, als würde ein Fisch vieles gut machen.
Fisch oder Gold? Und oder vielleicht, Bier? Vielleicht, wenn du ihm erlaubst, wieder mehr Bier pro Woche zu trinken. Das scheint ihm sehr viel wert zu sein. Das mit dem... Ja, ich glaube, damit würdest du... Dann müsst ihr mir aber helfen, sonst geht es wieder von einer Taverne zur nächsten. Und du weißt ja, dass ich mein Auge aufs Geld habe. Du, ich werde in den Tavernen Auge auf Mehdrasch haben. Ich glaube, das mit dem Fisch ist für den Anfang eine gute Geste. Obwohl ich sagen muss, dass in der Vergangenheit... diese ganzen gammligen Fischkadaver unter den... bisher... Also, ich, ja. Vielleicht kann ja jemand anders mal das Zimmer mit ihm teilen. Und damit meine ich nicht mich. Gut. Also mehr Bier und mehr Fisch. Es klingt für mich nach einem guten Anfang. Und vielleicht einen Schulterklopfer und sagen... Hab dich lieb. Sowas. Oder was dir auch immer einfällt. Na gut, dann mache ich das doch gleich. Ich gehe in die Küche. Was macht ihr gerade? Steht ihr da noch? Gerade das Ende der Einflüsterung erreicht. Steckt sein Stab gerade wieder weg. Kopf immer oben lassen. Mehdrasch. Hallo, Flint. Ja, was denn, Gon? Ich gucke so ganz genierlich auf den Boden, dann gucke ich dich wieder an und dann gehe ich so ganz langsam zu dir rüber und strecke so die Hand in Richtung erstmal deines Gesichts aus. Ist ein bisschen zittrig. Dann geht sie so auf deine Schulter. Kratze mir jetzt nicht ins Gesicht. Ich hab dich lieb. Ich wollte nur, dass du das weißt. Und du darfst für die nächsten 2 Wochen so viel Bier trinken, wie du willst. Also, zunächst mal, Gon, ich hab dich auch lieb. Aber ich bin enttäuscht, dass du mir erlaubst, mehr Bier zu trinken. Ich dachte eigentlich, dass ich mein Laster einschränken kann, wenn mein guter Freund Gon, von dem ich sehr viel halte, sich Sorgen um mich macht bei meinem Alkoholkonsum. Ich dachte einfach, wenn du also in letzter Zeit hat sich so viel verändert und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich dir mehr Verbote gegeben habe und deshalb dachte ich, vielleicht liegt es daran, dass du vielleicht nicht Gott, alles gut. Komm her. Ich umarme ihn ganz innig. Ich hab dich lieb. Du bist mein bester Freund. Oh. Wir haben schon so viel zusammen erlebt. Ich möchte was ins Ohr flüstern, sodass Flint es nicht hört. Ja, was ist denn, Gott? Hast du mich lieber als diesen Flint? Ja. Um ein kleines bisschen schon. Ich lass dich los, grinse. Ach, das reicht mir. Und dann gehe ich zurück zu Eleni und Perrin. Ich guck Perrin an. Warum haben wir sowas nicht? Willst du auch eine Umarmung? Ja. Na, komm her. Ich hab dich auch, liebe Eleni. Sollen wir was trinken, Perrin? Was denn? Na, dein Wein. Ist davon noch was übrig eigentlich? Ich glaub schon. Guck dir diese Saufnase an. Ekelhaft. Ja. Weiß nicht, ich glaub, der ist leer. Echt, haben wir den ausgetrunken? Verdammt, wir sind auch wirklich Saufnasen. Sorry. Nun gut, es neigt sich dann auch der Abend. Gib dir mal gerade einen Zettel, einfach weil ich eine Frage an Mehdrasch habe. Und ihr alle merkt, dass die Sonne langsam untergeht, die sich ab und an doch mal wieder zwischen den Wolken zeigt. Und Firina arbeitet weiterhin in ihrem Arbeitsbereich dort vor sich hin. Ist irgendwas Besonderes, was ihr noch machen wollt? Könnt euch ja hier auch noch weiter umsehen oder... Ich würde noch mal zu Perelina wollen. Ja. Gut, machen wir damit direkt. Perelina! Du betrittst wieder den Magie-Giganten. Magiganten. Magiganten, sehr gut. Den Magiganten Maija. Und siehst, dass die komplette Kuppel über dem Teleportationskreis jetzt mit einzelnen
bläulichen und goldenen Lichtpunkten bestrahlt wird, die tatsächlich auch so ein bisschen den Nachthimmel abbilden. Und dadurch gibt es hier ein angenehmes Licht, in dem man gut arbeiten kann. Oh, das ist ja schön. Ist es der Nachthimmel oder ist es nur dem nachempfunden? Der verändert sich auch dementsprechend, wenn sich da oben was ändert, ja. Großartig. Ja, Maja ist wirklich toll. Ich hätte noch zwei Fragen. Also erstens, wirklich, weil mich das interessiert, deine Haare. Ja. Ist das echtes Feuer? Neigt sich nach vorne. Ist heiß, ja. Wie ist das für dich? Ich merke davon kaum was. Bist du damit auf die Welt gekommen? Nö. Wie ist das passiert? Man gewöhnt sich dran. Je mehr du dich mit Magie beschäftigst, umso stärker wird auch deine Verbindung zu allerlei übernatürlichen Vorgängen. Ich hatte einen, ich sag mal, Ausflug in die elementare Ebene des Feuers und hatte da ein paar Beziehungen. Seitdem habe ich diese Haare. Wahnsinn, aber okay. Mir ist noch eine Frage eingefallen und ich nehme meine Brille so ab. Du hast ja vorhin so Kristalle auch überhaupt gehabt und ich habe hier eine Brille, mit der kann ich im Dunkeln sehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, hier sind noch mehr Fassungen, wo ich mehr reinmachen kann. Hast du vielleicht eine Ahnung oder hast du vielleicht etwas, womit ich damit noch mehr sehen kann vielleicht? Zeig mal her. Ja. Gib mir die Brille. Ein bisschen die Hand und schieb die Dinger mal rauf, mal runter und guck dir die Fassung an. Hast du dir die mal angeguckt? Ja. Wirklich angeguckt? Die Brille? Ja. Guck sie mir nochmal an. Machst auch die Fassung auf und da ist eine sechseckige Fassung drin. Ich nehme ganz langsam den Kristall, setz ihn ein und sag, wieso fragst du? Ich setz ihn ein. Ja. Okay, ja, passt. Also hast du noch was oder nicht? Wenn ich es ganz langsam mache, sieht man meine Bewegung nicht. Also mehr als die zwei habe ich, glaube ich, nicht, die da reinpassen. Die zwei? Guck den Opal an. Drückst du erstmal in die eine Fassung rein, da passt er nicht. Drückst du die zweite, da flutscht er rein, ja. Bevor ich mir die aufsetze, zu gucken, was die kann. Diese Ork-Reagenzgläser. Was machen die? Ich mach mir doch langsam Sorgen, ob da noch irgendwas passiert. Wie ich schon sagte, ihr seid ja offensichtlich schon herumgekommen. Das hast du irgendwo mitgehen lassen, nehme ich an. Gefunden. Gut, die kann ich mir mal anschauen. Dann sage ich dir, was die können. Danke. Sie nimmt eins von deinen Regeln. Und ich setze die Brille auf und guck, was ich sehe. Okay, du siehst direkt, also das ist auf der einen Seite hast du die sechseckige und auf der anderen hast du die opalene. Ja. Du kannst sie für das Auge und für das Auge zuschalten quasi. Ist die Dunkelsicht trotzdem immer da oder muss die Dunkelsicht ist in den Original Linsen drin. Und ich kann links und rechts sozusagen jeweils noch zwei Sachen hinzufügen. Jeweils ein hinzufügen. Ja, gut, aber ich habe ja dann links das eine, rechts das andere, sodass ich insgesamt drei Sachen habe. Genau, du hast jeweils zwei gesagt, das sind vier. Achso, ja, okay, du hast vollkommen recht. Entschuldigung. Genau, du merkst das, also es ist auf jeden Fall irgendwas anders. Deswegen machst du die mal wieder auf und guckst mal, was sich so ändert. Die sechseckige Linse, durch dieses Auge kannst du weit entfernte Dinge so wahrnehmen, als wären sie direkt vor dir. Es erscheint dir alles doppelt so groß.
Du guckst also einmal aus der Tür raus und du kannst hinten den Schlammle sehen, wie der so rüberschlammt und machst dann dazu und siehst dann einfach größer, als wäre nur halb so weit entfernt. Okay, cool. Und die andere hast du das Gefühl, dass die Dunkelsicht, die du sowieso schon hast, ein bisschen deutlicher ist. Du kannst plötzlich Farben wahrnehmen. Und du kannst die feinsten Details, die du gerade unten auf dem Boden siehst, als du es zuschaltest, in dem Kopfsteinpflaster kannst du genau erkennen, wo die Risse sind und wo diese magischen Linien vom Pentagramm langlaufen. Die kannst du ganz fein und genau wahrnehmen, dass da goldene Intarsien drin sind, die du vorher nicht erkannt hast. Du kannst also irgendwie deutlicher erkennen, was du dir anschaust damit. Großartig. Ja. Ich gehe fröhlich und selig zurück ins Haus und bin happy. Okay. Ihr noch irgendwas, bevor ihr schlafen geht? Ich poliere meine Rüstung. Aber ansonsten. Ist das ein Euphemismus, oder? Okay, ich wollte nichts sagen. Ja, ich gucke mir nochmal meine Gewinne an vom Kartenspiel. Alles klar. Und überlege, was ich mit dem Schleim mache. Dem Körnigen. Kann ich in der Küche, würde ich nach, oder suche ich nach einer Flasche oder so einem Behältnis oder so, wo ich den Schlamm reintun kann? Damit ja, ein Becher sind da ohne Ende. Dann kippe ich mir das da rein und tue das lieber damit in meine. Der Körnige Schlamm ist schon so ein bisschen angetrocknet jetzt inzwischen. Aber. Dreck ist schlimmer als Schlamm? Hä? Wieso? Schlamm ist halt feucht und Dreck ist halt. Ja, es ist alles schlimm. Ich bin daran erinnert worden. Ja. Ich auch immer. Also, es ist im Grunde feuchter Schlamm mit Steinchen drin, körniger Schlamm halt. Man weiß nie, wofür man den gebrauchen kann. Für alles einstecken. Das ja. ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja. Okay, ja, Perrin kommt zurück. Hey, du siehst ja glücklich aus. Ja. Was ist passiert? Meine Brille kann jetzt mehr. Darf ich mal sehen? Ja, hier, also schau, mit dem, also ich kann ja generell im Dunkeln sehen, aber das ist dir ja egal, das kannst du ja sowieso. Aber was jetzt noch besser ist, damit kann ich in die Ferne gucken und damit kann ich im Dunkeln noch besser sehen. Vielleicht hilft dir das ja auch. Hier, schau mal, probier das mal. Ja, cool. Ja, was passiert bei mir, wenn ich durch dieses mit der Dunkelsicht was noch genauer ist? Du setzt diese Brille auf und für dich ist die Brille schwarz, wenn du durchguckst. Cool! Ich guck dich mal an. Wow! Jetzt sehe ich jedes Detail in deinem... Ich bin hier drüben. Ja, weiß ich doch. Wow, mir ist noch schwindelig von den neuen Eindrücken. Cool, ich nehme sie wieder ab und gebe sie ihm. Sehr wertvoll. Okay. Ja. Voll. Jo. Wenn du mir nicht sagst, dass du da nichts siehst, ich bin nur Crazy Elf. Ich nehme an, ihr legt euch dann schlafen um den nächsten Tag. Ich würde aber noch mal zu Gon ans Bett gehen. Auf jeden Fall, bitte. Also ich wusste noch gar nicht, dass wir auf unserem Zimmer schon sind. Es gibt einen großen Schlafsaal. Ja. Ach so. Gon. Hey, Gon. Ich bin wach. Ach so. Gut. Ich sitze auf meinem Bett. Ich dachte, er hat sich vielleicht schon schlafen. Wir etablieren die Szene noch mal neu. Es ist dunkel, die Sonne ist untergegangen und so langsam solltet ihr überlegen, ob ihr schlafen legt. Bisher hat niemand gesagt, dass noch jemand etwas tun wollte, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr so langsam euch fertig macht, schlafen gehen zu können. Okay. Gon sitzt auf seinem Bett. Gon, sag mal, störe ich dich gerade? Nein, ich frage nur gerade in Gedanken versunken und mach mich bettfertig. Du hast doch manchmal diese Träume, wo ganz komische Gestalten vorkommen, die mit deiner Stimme sprechen irgendwie. Ja.
Mir war bisher nicht klar, dass Sie mit meiner Stimme sprechen, aber... Nee? Achso, okay, egal. Aber hab ich wieder durcheinander gebracht, Metrasch. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß nicht, ob es meine Träume sind, denn wie Perelina vorhin ja gesagt hat, hat sie uns damals den Traum geschickt, Flint und mir. Ich bin also gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch empfänglich für diese Träume bin oder ob sie mir einfach nur geschickt werden. Aber ich weiß, was du meinst. Kannst du andere träumen? Kannst du auch andere Träume lassen? Ich habe das bisher nicht in Betracht gezogen, nein. Aber wenn du möchtest, wache ich diese Nacht über deinen Schlaf. Ich möchte wieder zu dieser Stimme finden, mit der ich einen Pakt eingegangen bin. Er kam in einem meiner Träume vor, in dem auch du vorkamst. Du meinst neulich bei den Tabaxi? Genau. Neulich? Heute, gestern Nacht bei den Tabaxi? Richtig. Und du möchtest dieser Stimme wieder begegnen? Genau. Nun, was meine Meisterin mir früher immer riet, war, dass du Orte aufsuchst, zu denen du eine besondere Verbundenheit empfindest und dich dann, bevor du anfängst zu träumen oder bevor du dich deinen Träumen hingibst, ganz stark darauf konzentrierst. Und umso stärker der Knotenpunkt ist, den du hast, vielleicht zum Ort, vielleicht zu der Emotion, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine Vision empfängst. Darüber werde ich nachdenken müssen. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Sehr gern. Danke dir, Gunn. Gute Nacht. Danke, dass du mich lieber hast als Flint. Ja, ja, was auch immer. Hab ich das was auch immer gehört? Bestimmt. Entscheide dich. Du hast ganz leise zu mir gesagt. Warte. Ich überlasse es euch. Oh. Es lag über meiner passiven Wahrnehmung, höchstwahrscheinlich. gute Nacht. Ich möchte mich, nachdem er vom Bett gegangen ist, so lange wach halten, bis ich mir sicher sein kann, dass alle anderen schlafen. Das kannst du tun. Wenn alle anderen sich entscheiden zu schlafen. Ich meditiere halt. Ja, du trainst eine Runde. Hab ich noch den kaputten Stab? Das Stück Holz, wo genau. Vorne der Kristall nicht mehr dran ist. Ja. Diesen genau. Aber den nutze ich ja nicht mehr. Das ist halt momentan nur ein Kampfstab. Ja. Oder ein Knüppel. Ich nehme den und umklammere ihn ganz fest, während ich mich schlafen lege. Okay. Schläft, tranced. Schläft? Ich sehe mich um, ob ich wahrnehmen kann, dass alle anderen schlafen. Gucke nochmal besonders zu Eleni rüber. Würde aber wahrscheinlich mutmaßen, dass sie schläft. Du weißt über Elfen halt, dass sie nicht direkt schlafen, sondern dass sie in eine Trance verfallen, die Schlaf ähnelt, aber so ein halbwacher Zustand ist. Ich nur ganz, ganz leise flüsternd rufe ich so in ihre Richtung. Das Gold auf dem Boden. Gold. Passiert irgendwas? Weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme gehört hat. Das Gold auf dem Boden. Gold. Ja, kriege ich das mit? Nicht auf der Lautstärke. Okay. dann, Metrasch liegt ja wahrscheinlich genau in meiner Nähe, oder? Wo hast du dich hingelegt? Wahrscheinlich das Bett nebenan. Perfekt. Beug mich zum Bett nebenan rüber, sodass das Bett nicht knarzt. Oder der Sack, in dem wir schlafen oder was auch immer. stelle meinen Stab so hin, dass der Traumfänger genau über deinem Kopf ist. Lass mit Druidenkunst den so ein bisschen so mit, keine Ahnung, so kleinen Ranken aus dem Boden festhalten, dass ich den nicht weiter festhalten muss. Schwimme mit. Lass meine Hand so über deiner Stirn schweben. Nee, noch besser! Hinter dem Traumfänger. So, das ist ja sozusagen Hand, Traumfänger, Kopf von dir. Und aktivier dieselbe Energie, als würde ich den Balsam wirken. Also so diese Glühwürmchen, ne, die euch immer heilen. Oh. Und flüstere. Ich
Ich hoffe, du kannst deine Blockade lösen, mein Freund. Und nachdem ich das vielleicht ein kleines Weilchen gemacht habe, begebe ich mich auch ins Bett. Aber lass den Stab über seinem Kopf schweben, stecken, verwachsen bleiben. Okay. Dann bekommt ihr alle die Vorteile einer langen Rast. Ja. Nice. Welcome back, Schild. Ah, deine drei Schildslots sind wieder frei. Ja. Endlich kann ich wieder in den Nahkampf gehen. Bogenschmogen, sage ich denn nur. Gut, ihr wacht am nächsten Morgen und bemerkt, dass Gons Stab über dem schlafenden Medrasch steckt, verwachsen ist. Ob Medrasch sich den Kopf stößt, wenn er wach wird? Witzig wär's. Medrasch! Medrasch wacht nicht auf. Er wacht nicht auf? Medrasch wacht nicht auf. Was? Toll, okay. Das hättest du mal vorher sagen können, nachdem ich diese Einlage gemacht habe. Okay. Ich dachte, er schüttelt ihn vielleicht. Okay, wir Nein. Medrasch? Okay, wir tun so, als wäre das nicht passiert. Ja. Medrasch? Der hat aber einen tiefen Schlaf. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehe ich hin und schüttel ihn. Keine Reaktion, schnarcht ein bisschen. Gon? Gon, was hast du mit deinem Stab gemacht? Was ist denn los? Medrasch wird nicht wach. Was hat das mit dem Stab hier auf sich? Ich habe meinen Traumfänger über Medrasch gehangen, damit er die bösen Träume wegfängt. Medrasch! Er hatte mich darum gebeten, dass ich versuche, etwas in seine Träume einzutauchen, ihm zu helfen. Ich dachte, ich könnte ihm helfen. Kannst du jetzt in seine Träume eintauchen? Ich beug mich erstmal zu ihm rüber und wackle auch einmal. Scheint keine Wirkung zu haben. Er schläft weiter. Ist ein bisschen unruhig, der Schlaf. Flint? Was? Wach auf, guck mal. Medrasch wird nicht wach. Wie, Medrasch wird nicht wach? Ich suche Perelina. Und renn los. Okay. Währenddessen mache ich das altbewährte telepathische Verbindung herstellen zum Medrasch. fass mir an die Schläfe. Ich bin ja gerade erst wach geworden, ey. Kaffee? Und versuche eine telepathische Verbindung herzustellen mit dem Körper. Körper. Du kannst eine Verbindung herstellen, was willst du denn sagen? Medrasch, hörst du mich? Weiß ich nicht, höre ich ihn? Was du wahrnimmst, beschreibe ich noch nicht. Was du wahrnimmst, sind andere drachengeborene Stimmen. Aber du kannst nicht ausmachen, was die sagen. Weil sie auf einer Sprache sprechen, die ich nicht verstehe, oder weil es zu verklumpelt ist? In beides. Das ist ein gutes Wort übrigens. Kommt ins nächste Dialogbuch. Großartig. Wer seid ihr? Hallo? Keine Reaktion auf deinen Rufen. Ich probier's in Kuri. Keine Reaktion. Mist. So ein Mist. Das Brot, ne? Ich sehe mich. Sehen tue ich jetzt wahrscheinlich sowieso nichts. Ich versuch's noch ein letztes Mal. Medrasch, wach auf! Nichts. Dann gehe ich raus aus der Telepathie. Mhm. Gut. Du schaust dich um, du siehst gerade wieder Brennli und Staubi dort putzen. Staubi! Was denn? Hallo, guten Morgen. Wo ist Perelina? In welchem Giganten? Perelina, die habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist sie Nagna. Welcher ist es? Der Wassergigant. Okay. Danke! Du läufst rüber zu dem Giganten, der so mehrere Quellen vom Kopf hat, die runterfließen und den Rücken runterfließen. Generell feuchte Steine als Haut hat und stapfst da hoch. Da drin siehst du mehrere Felsenpools. Manche dampfen von denen, manche sind kalt. Perlina chillt da gerade in so einem dampfenden. Nackt? Da, ja, natürlich. Äh.
Perelina! Es ist zum Glück gedampft, dass du nur den Kopf und die Feuerhaare sehen kannst. Ich drehe mich höflich um. Guckst du zur Decke? Perrin, hi! Und sie steht auf. Sehe ich ja nicht. Medrasch wacht nicht auf. Wie, Medrasch wacht nicht auf? Was soll das bedeuten? Wie viele Bedeutungen siehst du in dem Satz? Ein guter Punkt. Ich mache mich eben frisch. Bist du nicht schon frisch? Sie schnipst einmal und der ganze Raum ist voll mit Nebel. Gut. Du stehst so mitten im Nebel. Das heißt, ich sehe jetzt auch gar nichts mehr. Du siehst gar nichts gerade. Danke. Alles gut. Ich wollte nicht unhöflich sein. Du hörst so ein paar Stoffstreifen Geräusche und ein paar Gürtel zugemacht wird und so und sie. Ja. Es sei denn, es ist unhöflich, dass ich weggucke. Ich weiß es nicht, aber in der Regel wollen die Leute nicht, dass man hinguckt. Sie schnipst und der Nebel verschwindet und sie steht nur ein paar Meter von dir entfernt in kompletter Kluft. Ich wollte einfach mal gucken, wie du reagierst. Lass uns loslegen. Sie schwebt die Treppen herunter und rüber wieder zum Gästehaus. Totenkopf hinterher. ihr steht. Wie alt ist Perelina eigentlich? Sie sieht recht jung aus. 1300 Jahre. Gut, wie sieht sie aus? Keine Witze über alte Damen. Sie sieht aus, so Mitte, Ende 20. Achso. Steht runter rüber zum Gästehaus, du wieder hinterher mit deinen 7,5 Metern. Gebt mein Bestes. Und kommt in die Tür reingeschwebt. Gar nichts mache ich mehr. Immer wenn ich irgendwie helfen will, passiert alles sowas. Das liegt ja gar nicht an dir. Oh. 4. Du machst 4 Schaden auf mich. Es gibt ganz bestimmt eine logische Erklärung dafür. Ganz bestimmt gibt es das. Was habt ihr schon versucht? Rufen? Ich habe gerade so ein bisschen in sein Gesicht geschlagen. Ich habe... Sorry, damit habe ich nicht gerechnet. Egal, was wir versucht haben, er wacht einfach nicht auf. Ich habe sogar schon versucht, eine Verbindung mit ihm herzustellen, aber er antwortet mir nicht. Da ist nur wildes Gefasel, das ich nicht verstehe. Dein Stab? Den sollte ich vielleicht mal wegnehmen. Ich greife zum Stab, lass die Pflanzen verschwinden und nehme ihn wieder an mich. Ey, wenn er jetzt aufwacht. Medrasch? Keine Reaktion. Ich hab's kurz überlegt. Oder ist das bei Drachengeborenen so? Nein, das kommt mir auch sehr, sehr, sehr unnatürlich vor. Hast du eine Idee, wie man ihn vielleicht aufwecken könnte? Ich hatte gestern schon die Theorie aufgestellt, dass er durch irgendwas blockiert wird. Und vielleicht hat es jetzt Überhand genommen. Was habt ihr denn da gestern in der Küche gemacht? Wir haben gebetet. Er meinte, durch den Bann, den er eingegangen ist, scheint irgendetwas seine Fähigkeiten einzuschränken oder zu blockieren. Ich versuch Medrasch so hinzulegen, dass er wieder Luft bekommt. Aber zur Seite geschoben. Stabile Seitenlage. Ich wollte gerade sagen, den 2 Meter. Braucht mir nicht helfen, keine Sorge. Ich mach das schon. Er war fest davon überzeugt, dass Pelo etwas damit zu tun haben könnte, aber das konnte ich ihm zumindest einigermaßen aus dem Kopf treiben. Aber wir wissen ja nicht, was es damit aussieht. Sicherlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Pelo dahinter steckt. Warum sollte er? Nein, vielleicht beißt sich da was. Sein alter Pakt oder was auch immer. Die dunkle Magie oder ich weiß es ja nicht. Pakt hin oder her, vorher sind wir viel besser gefahren. Ich nehme das wahr. Perelina macht die gleiche Bewegung, die du auch öfter tust und konzentriert sich mit einer ausgestreckten Hand auf Medrasch. Und schließt kurz die Augen und dann entflammen ihre Augen mit einem bläulichen Feuer und sie konzentriert sich weiter auf ihn. Also, ich
Ich spüre weiterhin die Blockade, die auf ihm liegt, und ist eindeutig sehr unruhig. Ich sehe nicht, dass irgendeine Art Zauber auf ihm liegt, aber irgendwas scheint ihn zu tief zu beschäftigen und festzuhalten. Und, oh, spannend. Nicht nur eine Blockade magischer Art, sondern auch Schlingen, Ranken dämonischer Energie. Sie kommt wieder heraus aus ihrer besonderen magischen Sicht. Das ist ein bisschen komplizierter, als ich im ersten Moment dachte. Wer kann uns helfen? Gon wahrscheinlich. Ich will nicht noch mehr falsch machen. Bitte. Du hattest schon die richtige Idee, zu versuchen, dich mit ihm zu verbinden. Er scheint offensichtlich etwas Schwieriges durchzumachen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, dich in seine Traumwelt hereinzubringen. Was ist, wenn ich dann auch nicht mehr rauskomme? Wollt ihr dann auch wen in mich reinschicken? Und was ist, wenn der da nicht rauskommt? Also, meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, ein Problem nach dem nächsten anzugehen. Na gut, ich würde alles tun, um Midrash zu helfen. Was kann ich tun? Ich bin sein bester Freund. Das muss ich einfach. Ich nicke. Ihr habt doch bestimmt auch schon mal geträumt, oder, Perrin? Kommt generell, ja, klar. Flint? Ja, natürlich. Leni? Klar. Ja, ganz schöne Sachen träume ich. So ein leichtes Erhöhen ihrer Augenbraue, als sie dir zuhört. Wir sollten uns alle bei der Hand nehmen. Oh, was wird das? Sie nimmt deine Hand, Eleni. Ja. Nimm doch mal Gons Hand, bitte. Na gut, sie ist sehr kalt. Sie ist wärmer als meine, das ist beeindruckend. Schaut sie euch beide an, gibt Perrin ihre andere Hand. Und ich stehe zu weit weg, entschuldige bitte. Sie steht da mit Medraschs Bett in der Mitte. Sie am Fußende. Konzentriert euch. Konzentriert euch auf das Gefühl, was ihr habt kurz vor dem Einschlafen. Vielleicht habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr dachtet, ihr würdet fallen. Genau daran sollt ihr euch erinnern. Und tief durchatmen, bitte. Und mit dem Ausatmen spürt ihr dieses Gefühl des Fallens. Und fallt tatsächlich in eine tiefe Schwärze. Ihr seht euch gegenseitig in einer schwarzen Leere fallen. Wer es noch nicht gesehen hat, Flint hat es ja schon gesehen, aber ihr beide noch nicht. Gon erscheint mit mehreren spektralen Wesen, die immer durchscheinender werden, die seine Bewegungen exakt nachahmen. Willst du die nochmal beschreiben, wie sie aussehen? Also, die werden ja immer durchsichtiger und schimmernder. Was ihr auf jeden Fall sehen könnt, ist, dass hinter mir die Silhouette, wie ihr sie vom Heilgeist neulich gesehen habt, also von einer gebückten älteren Frau ist, in so lila-blauen Licht-Neonfarben, mehr oder weniger. Dahinter schwächer zu sehen, türkis, lang und dünn, spitze Ohren könnt ihr vielleicht noch ausmachen, viel mehr aber nicht. Und dahinter dann fast ganz schwach, aber noch ein bisschen rot-lila schimmernd. Vielleicht könntet ihr erahnen, dass der Kopf so vielleicht auch Ohren hat oder Hörner oder dass da was, dass dann mehr ist als nur ein Kopf, also so ein paar, oder eine Krone, eine Kopfbedeckung, wie auch immer ihr das interpretiert. Aber das wäre für euch ganz, ganz schwach nur zu sehen. Und dahinter wird es dann unerkennbar. Ihr fallt alle gleichzeitig und als ihr das wahrnehmt, wo ihr seid, scheint ihr auch wieder bei Verstand zu sein. Perlina ist nicht dabei.
ganz ruhig, das habe ich schon mal gesehen. Also ähnlich. Was? Schwärze? Wir fallen? Nein, wir sind im Traum. Wir sind in einem Traum. Wir fallen, oder? Ihr fallt, ja. Wirklich? Das ist das Gefühl vom Fallen. Hab Vertrauen, Gon ist bei uns. Gon. Gon! Was ist mit dir los? Versuche die Hände von euch wieder zu fassen, mhm. Als Figur. Erreiche ich euch? Ich erreiche euch. Ja. Zack, ja, zack ich und Perrin. Und dann versuche ich, Stopp zu machen. Okay. Und tatsächlich bremst du ab und landest auf einem steinernen Fußboden und die anderen mit ihm. Danke. Oh. Geht's dir gut, Perrin? Ja? Deine kleinen Füßchen, ist alles gut? Ja. Gut. Wer sind diese Kreaturen hinter dir? Die Wesen, die dir alles nachmachen? Das sind alles Teile von mir. Wie vergangene Ichs. Aber das ist jetzt nicht der Hauptfokus. Wir sollten versuchen, Medrash zu finden. Wo ist eigentlich Perelina? Gute Frage. Perelina? Ach, der hat sie aus dem Staub gemacht. Warte. Ich kann euch hören. Ich halte den Zauber aufrecht. Was sollen wir tun? Ihn wecken. Habe ich meine Brille? Ja. Ich setze sie mal auf und gucke, ob ich durch die Dunkelheit was sehe vielleicht. Okay, ja, ihr habt ja einen Fußboden, steinernen Fußboden auch schon wahrgenommen. Und jetzt, wo du dich umguckst, entsteht um euch herum eine Art Korridor. Also ist nicht mehr dunkel? Es ist nicht mehr dunkel. Ah, okay. Genau. Ein Gang. Mit steinernen Fliesen auf dem Boden, rechts und links sind immer mal Nischen und auch mehrere Durchgänge zu erkennen. In den Nischen sind, an den Wänden sind Gemälde von Kreaturen, die ihr noch nicht erkennen könnt. In den Nischen sind Statuen von Kreaturen, die ihr noch nicht erkennen könnt. Mehr ist alles verschwommen. Und dieser Gang scheint unendlich in beide Richtungen zu gehen. Aber keine Türen oder so. Es gibt Türen, ein bisschen weiter entfernt in die Richtung und auch in die andere Richtung. Perrin? Da oder da lang? Da lang. Ich zeig in eine random Richtung. Gut. Sehen die Türen irgendwie anders aus? Nein. Ja, dann das, was du gewürfelt hast jetzt. Okay. Perrin? Ja? Warum da lang? Warum nicht? Ist schon ein bisschen gruselig. Ich gehe jetzt mal vor. Okay. Da lang. Okay. Ihr geht den Korridor entlang und die erste Tür öffnet sich euch auf der rechten Seite. Ein Durchgang, wo eine Tür, ein Spalt offen steht. Und ihr hört eine schreiende Stimme, eine schreiende, krächzende Stimme, vor Schmerzen schreiend. Aber es ist nicht Medrash. Die Tür ist noch zu, ne? Ist spaltoffen. Guck mal langsam rein. Machst die Tür einen Spalt weiter auf und guckst rein. Es ist ein Schlafraum. Auf dem Bett liegt eine Person. Drumherum stehen weitere Personen, insgesamt drei. Am Kopfende kniet eine an diesem Bett. Du erkennst, dass das alles Drachenblütige sind, unterschiedlicher Farben. Und die Person, die schreit, liegt auf dem Bett. Das ist eine weibliche Person. Und tatsächlich. Die Geburt. Tatsächlich wird von der knienden Person ein saphirblütiges Drachenbaby in die Luft gehoben. Perrin, was siehst du? Ich glaube, ich sehe Medrashs Geburt. Was? Schau rein. Ich guck drüber, ich muss mich ja nicht groß. Ich guck einfach mal drüber. Ja, du erkennst das gleiche Bild. Es ist ein auf dem Bett ist eine
Jetzt muss ich Drachenbohne nach Rachenblütig nachschlagen. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Drachenblütige legen keine Eier? Diese nicht. Ah. Die Vorstellung auch süß ist. Vergangenheit, klar. Wie du so aus dem Ei kriegst. Ja. Hallo, ich bin Hallo. Hallo Welt. Schauriger Stern. Herr Blitz. Er sagt sein erstes Wort. Schauriger Stern. Nicht die Mama. Einflüsterung. Ah, okay. genau. Ah ja, okay. Auf dem Bett ist eine bronzefarbene Drachenblütige. Und die andere Frau, die das Kind gerade geholt hat, ist eine goldenfarbige. Und dann haben wir noch einen kupferfarbenen und einen silbernen. Und zu dem silbernen Drachenblütigen wird das Kind jetzt rübergereicht, der das in Empfang nimmt und es anschaut und dann rüber zu der Frau am Bett geht und dann mit ihr spricht. Das hier ist Medrash. Medrash vom Clan Orkleth Tintialorius. Das schreibe ich mir nicht auf. Das kann ich vergessen. Siehst du das? Saphirfarben. Er hat Großes vor sich. Ganz Großes. Ich bin mal ganz frech und versuche reinzugehen, ob die mich sehen. Kannst du machen. Okay. Ihr geht beide rein. Bisher wirst du nicht wahrgenommen. Ich gehe näher hin und versuche die anzufassen. Fast durch. Wow. Ich glaube, das ist eher eine Art Erinnerung, oder? Also, zumindest nichts Greifbares. Ich würde sagen, wir gehen weiter, bis wir Medrash finden oder irgendwas in seinen vielleicht Erinnerungen finden, wie wir ihn retten können. Wenn das seine Geburt war, dann haben wir, glaube ich, noch einen langen Weg vor uns. Er hat in seinem Leben nicht so viel erlebt. Gehen wir raus. Also ich gehe raus aus dem Raum. Ja, ich auch. Ja, ich gehe auch in den Raum rein. In etwa dahin, wo Baby Medrash gerade gehalten wird. Geht eigentlich die Vision weiter oder stehen die dann starr? Bis nein, die Szene geht weiter. Also ich gehe irgendwie in die Nähe von Medrash und zupfe an meinem Traumfängerstab so ein paar Fäden, sodass es so ein Pring wie so ein kleines Hafengeräusch, also nicht ein schönes, aber so ein Brrrr macht. Dann gucke ich auf Medrash und dann gehe ich raus aus dem Raum. Ein kleiner Medrash kichert ein wenig. Und jetzt gehe ich wieder raus. Okay. Ich gehe den Gang weiter runter. Ja, ist okay. Ich will alles von Medrash sehen. Ihr geht weiter und der Gang öffnet sich in einen größeren Raum, der bunt geschmückt ist. Also in allen möglichen Metall-Drachenblütigen Farben. Silberne Lampions hängen da, goldene Sachen, kupferne Verzierungen an den Wänden. Alles ist hell erleuchtet und es ist eine ganze Menge an Drachenblütigen dort versammelt. Es ist so eine Art, fast so eine Art Bühne, wo mehrere Bänke hintereinander aufgestellt sind. Alles sieht sehr, hat sehr, sehr einfache Formen. In der ersten Reihe sitzen ganz viele verschiedene drachenblütige Kinder. Also, ja, vielleicht so ein bisschen kleiner als Perrin, die dort miteinander spielen und sich unterhalten. Manche sehen auch angespannt aus. Ihr habt alle überhaupt keinen Einfluss auf die bemerken euch nicht. Ich hatte auch schon nach einem saphirblauen. Das ist nicht schwer. Denn tatsächlich gibt es hier rein metallische Drachenblütige.
und den einen saphirblütigen, saphirfarbenen, geschuppten, der vorne bei den Kindern ist. Und so ein bisschen abseits steht. Ich würde einfach die Geschichte jetzt erstmal kurz verfolgen und mich in der Nähe von Medrash aufhalten und gucken, was mir diese Szene noch so bringt. Mhm. Weiß ich irgendwas über Drachenblütige, über deren Bräuche, über Geburtsrechtszeugs, irgendwie sowas? Gib mir mal einen Wurf auf Geschichte. 15. Du weißt, dass die in Clans organisiert sind und dass Clans noch über Familie stehen. Das überschneidet sich nicht immer unbedingt. Mhm. Und dass jeder Clan sehr traditionsbewusst ist und eine bestimmte Profession folgt. Hm. Dann gehe ich auch Perrin hinterher. Also in Richtung zum Saphirblauen. Der steht da und überaus konzentriert auf so eine kleine Trommel, die er in der Hand hat und auf der er mal rumtrommelt. Tanz vielleicht ein bisschen takt. Okay. Die Menge, die sich noch untereinander unterhalten hat, kommt langsam, wird langsam stiller, als eine drachenblütige Person vorne, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ein großer männlicher Drachenblütiger, der ausladende Bewegungen macht und nun verkündet, das große Vorspiel nun beginnen kann. Jeder unserer Schüler wird heute etwas vorführen dürfen. Und es beginnt der junge Medrash hier. Medrash, ganz freudig mit seiner Trommel, läuft auf diese Bühne rauf und alle Augen sind auf ihm. Und er konzentriert sich und will alles richtig machen und fängt an zu trommeln und dann schüttelt er mit seinem Kopf gerade und verspielt sich so ein bisschen, versucht sich wieder zu fangen und fängt dann wieder an zu trommeln. Und irgendwas scheint ihn zu beunruhigen und er kommt immer wieder aus dem Takt raus. Und es ist alles nicht so die Musik, die die Leute hier auch wohl hören wollen. Die gucken auch so ein bisschen konfus, was denn da gerade vorne passiert. Und Medrash weiß nicht so wirklich, was mit sich anzufangen und nimmt dann diese Trommel und schmeißt sie auf den Boden und läuft in eine Tür nach hinten. Sag mal, Gon. Mhm. Ich kann sie ja nicht anfassen, aber kannst du mit deinen Gedanken irgendwas spüren? Kannst du Medrash oder jemanden erreichen? Ich muss ihn dazu sehen. Möchtest du, dass ich versuche, mit Medrash zu sprechen oder die Leute? Mit dem, naja, wenn du mit den, also mit dem jungen Medrash vielleicht geht das ja, ich weiß nicht. Medrash erscheint wieder vor dem Vorspiel und die Leute sind wieder am Reden. Ah, der Loop. Okay. Ist ein Trope, aber ja. Er lebt das Ganze wieder durch, der Medrash. Na dann, ich versuch's mal. Telepathische Verbindung herstellen zu Baby, zu Kinder-Medrash. Nenn ihn Mini-Medrash. Frischlings-Medrash. Mini-Medrash. Hey, Kleiner, hörst du mich? Hörst du mich? Ja? Oh mein Gott, die Stimme. Hallo? Bin ich da? Du kennst mich noch nicht, aber ich bin ein Freund. Du kannst mir vertrauen. Aber ich muss mich konzentrieren. Ich muss hier Trommel spielen. Spielst du gerne Trommel? Ja. Ich habe auch ganz fleißig geübt, damit ich hier jetzt meinen Clan beeindrucken kann. Wollen die, dass du Trommel spielst? Ja. Bist du darin sehr gut? Ich glaube, ich kann das ganz manierlich. Keine Angst, wenn du auf die Bühne gehst, dann hab keine Angst, du wirst das toll machen. Ja, aber dann musst du jetzt aufhören, mit mir zu reden, weil ich muss mich konzentrieren. Die große Person geht auf die Bühne
um die Ansage zu machen. Ich gehe raus aus der telepathischen Verbindung. Okay. Es kommt die Ansage, dass das große Vorspiel nun beginnen kann. Es beginnt Metrasch. Und Gon, ich habe ihm viel Glück gewünscht. Es ging? Ja, er hat mit mir geredet. Er hat eine lustige Stimme. Kannst du jetzt nicht während der Spiel... Dann lenke ich ihn doch ab. Nur in ihn reinhören. Nicht sagen, ob du was hörst. Beim Spielen, Metrasch schüttet sich wieder so ein bisschen und fängt an, sich das erste Mal zu verspielen. Telepathische Verbindung sofort. Du schaffst das. Metrasch, du wirst immer abgelenkt, weil irgendwie so eine kleine Fliege immer vor dir umherfliegt und dir ins Gesicht fliegt. Und du schüttelst dich deswegen so ein bisschen. Geh weg, Fliege. Bum, bum. Alles ist gut. Lass dich nicht ablenken. Aber die Fliege. Hören die Leute das? Das ist ja die ganze Zeit, aber die Fliege rufen. Nein, das ist telepathisch. Nein, ich wusste ja nicht, wie das jetzt funktioniert, weil ich bin ja telepathisch, aber er ist ja, er macht ja... Doch, er denkt das telepathisch. Blöde Fliege. Konzentrier dich nicht auf die Fliege, nur auf die Trommel. Verbessert sich das Spiel? Nein, es wird grauenvoller wahrscheinlich. Geh doch am Flex. Ja, dann gehe ich raus. Perrin, ich glaube, ich mach's nicht besser damit. Die Leute fangen an, sich lautstark zu unterhalten und es wird lauter als das Trommelspiel und Metrasch schmeißt die Trommel weg und läuft raus. Ich gucke eine drachenblütige aus der ersten Reihe an telepathische Verbindung sagt, schämen sollst du dich, schämen sollst du dich. Keine Antwort. Keine Reaktion. Was war denn sein Problem? Er hat ein Vorspiel, er ist wohl sehr virtuos oder manierlich, wie er sagt, an der Trommel und hat hier ein wichtiges Vorspiel. Naja, scheint ja nicht so gut zu laufen. Aber was war denn sein Problem? Er wurde... Habe ich das wahrgenommen mit der Fliege? Ja. Stimmt, er hat der Fliege gesagt. Ich glaube, er wurde abgelenkt durch eine Fliege beim Trommelspielen. Ich gehe zu den beiden und sage, was macht ihr da? Wir versuchen hier rauszufinden, was den kleinen Metrasch beim Trommelspielen ablenkt. Versucht ihr, seine Erinnerung zu verändern? Nur zum Besseren. Nein! Vielleicht ist es ja nicht seine Erinnerung. Mischt euch nicht in seine Erinnerung und seine Träume ein. Aber du weißt doch gar nicht, was hier los ist. Wir suchen den Grund, warum er blockiert ist und nicht... Wir wollen nichts verändern, das ihn zu dem gemacht hat, der er jetzt ist. Aber wir haben doch nur mit ihm geredet. Du weißt doch gar nicht... In den Flur. Die Szene beginnt neu. Perrin, guck mal vorne auf der Bühne, ob da eine Fliege ist. Wenn er das nächste Mal auf die Bühne geht, vielleicht können wir die verscheuchen. Ich habe bisher keinen Einfluss. Du konntest was machen. Aber klar, ich suche nach der Fliege. Ich suche noch der Pflege. Okay, machen wir einen Wurf auf Wahrnehmung. Um. 19. Okay. Momentan siehst du noch nichts, als Metrasch angekündigt wird und auf die Bühne gehst. Siehst du, wie sich auf dem Boden vor ihm so ein kleiner Schatten zusammenfügt und zu einer Fliege wird. Und in Richtung seines Gesichts fliegt. Siehst du sie? Ja, die ist gerade einfach entstanden. Es scheint irgendein Zauber zu sein. Ich geh hin und versuche mit dem Traumfänger mir mit so einer Fliegenklatsche nach dem Ding zu hauen. Okay, mach mal W20 plus Geschicklichkeit. Hast du Fingerfertigkeit, Übung? Darfst du gerne mitnehmen. Nee, Übung definitiv nicht. Fingerfertigkeit. Ja, W20, ja? Ja, plus Fingerfertigkeit. 5. Mit Geschicklichkeit drauf. Ach, mit Geschicklichkeit? Ja, also Fingerfertigkeit ist Geschicklichkeit. Ja, die ist drauf, ja. Okay. Ja, du willst da ein bisschen in die Richtung. Du erkennst auf jeden Fall, dass du dadurch die Fliege so ein bisschen verscheuchst. Das erste Mal, wo er sich verspielt hat, scheint er sich gut zu konzentrieren, aber du hast ihn nicht erwischt. Ich glaube, ich kann irgendwie Einfluss nehmen, aber nur so ein bisschen... Versuch auch mal nach der Fliege zu schlagen, ob meins einen Einfluss hat. Nochmal, Fingerfertigkeitswurf. 11. Gon hat ihn gerade so ein bisschen auf die rechte Seite der Bühne geschlagen und du läufst dahin und fängst das Ding einmal und hast jetzt diese Fliege in der Hand, die bedeutend stärker ist, als du es für eine Fliege erwartet hättest. Ich kann sie auch in die Hand nehmen. Medra spielt bum, 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 virtuos seine Trommel. Ja!
Ich versuche sie einfach nur festzuhalten, erstmal. Ich renn zu Perrin. Kannst du irgendwas machen? Ich halte den Stab mal drüber. Ich sehe nichts. Dann halte ich die Hand mit fest. Okay, ihr haltet das beide. Vielleicht müssen wir nur lang genug warten. Ich gucke zu Mehrdrasch auf die Bühne. Bis er einfach zu Ende gespielt hat. Ja. Mach mal bei den Stärkewurf. Was sind das für eine Fliege? Oh. 12. 1. Okay. Zittert so ein bisschen. Gon, du wirst weggestoßen. Deine Hand öffnet sich. Du versuchst sie mit der zweiten noch zuzuhalten. Und dann öffnet sich hier so ein Loch und fliegt wieder raus. Ja? Wolltest du irgendwas machen? Ich habe mir das angeguckt. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich jetzt? Aber ich habe mir das einfach nur angeguckt. Mit Tieren sprechen? Tu es. Verbraucht er dafür was denn? Ich? Ja. Platz, ne? Zauberplatz. Also ich dachte wegen Trauma, so vielleicht ist er anders. Oder? Ich kreuze es jetzt mal ab. und ich versuche diese Fliege anzuschreien. Die fliegt rüber zu Mehrdrasch, der gerade in seinen Schlussrhythmen ist. Was fällt dir eigentlich ein? Für die verhehlte Schlange, für die verhehlte Schlange, für die verhehlte Schlange, für die verhehlte Schlange. Sag mal, wer hat dich denn beschworen? Mehrdrasch macht seine letzten Trommelrhythmen und im letzten fliegt es direkt in sein Auge und der bam, bam, ah! Aua, au! Die Leute stehen so ein bisschen verwirrt und fangen dann vorsichtig an zu klatschen. Und aber eher so gemächlich. Das war Mehrdrasch, der sicherlich eine große Zukunft vor sich hat. Und dann verschwimmt alles. Eleni? Ja? Komm mal her. Ja, ich gehe zu ihm. Du willst nicht, dass wir diese Erinnerungen ändern? Ich will mich nicht in Erinnerungen und Träume von anderen Leuten einmischen. Perrin, was hat denn die Fliege gesagt? Hast du sie verstanden? Sie hat gesagt, für die verhüllte Schlange. Durchgehend. Das war das Einzige, was sie durchgehend gesagt hat. Und diese Erinnerung willst du nicht verändern? Jetzt komme ich näher. Sie hat ihn immer noch zu dem gemacht, der er jetzt ist. Wir müssen ihm jetzt helfen. Das ändert ihn ja nicht charakterlich, aber es scheint ihn ja auf seinem Weg so beeinflusst zu haben, dass er heute an dem Punkt ist, wo er jetzt ist. Und du meinst, sein Weg hat ihn nicht charakterlich verändert? Natürlich. Aber diese Fliege, dieses eine Event scheint ja alles ihn dorthin getrieben zu haben, dass er nicht durch natürliches Wirken vielleicht zaubern kann. Deswegen ist er vielleicht überhaupt diesen Pakt eingegangen. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich nicht die einzige Erinnerung sein, die darauf hinweist. Es ist gerade alles verschwommen und der Raum ist leer. Aber wir sind immer noch in einem Raum drin. Ja. Aber die Erinnerung kommt nicht mehr. Ja. Geil. Ich will ihm ja helfen. Ich will nur nicht mich in Dinge einmischen, die mich nichts angehen. In dem Moment, wo wir versuchen, ihn hier zu retten und das alles sehen, ob wir es wollen oder nicht, mischen wir uns ein. Du kannst deine Augen nicht verschließen, nur weil es vielleicht unangenehm wird. Hey. Eleni, ich glaube, er hat recht. Gut. Jetzt, wo du weißt, dass die verhüllte Schlange wahrscheinlich dahinter steckt und dass vielleicht alles, was wir jetzt sehen, damit zu tun hat, müssen wir vielleicht eingreifen. Was ist mit Perrelina? Kann sie das hier sehen? Perrelina? Keine Antwort. Perrelina! Schrei doch nochmal. Perrelina! Ich glaube, sie hört uns nicht. Wollen wir weitergehen? Ja. Geh aus dem Raum raus. Sind wir wieder in dem Flur? In dem Gang? Komm zum Flur zurück, ja. Ja, sind da noch weitere? Wir gehen weiter runter, bis eventuell was Neues kommt, oder? Mhm. Okay. Ihr auf der linken Seite wieder den Raum mit, also den Schlafraum der Eltern, in dem sich keine Personen mehr befinden. Und geht jetzt weiter in die andere Richtung. Und dann auf der rechten Seite einen weiteren Durchgang. Und
ja, dort befindet sich eine größere, ja, kann man schon fast nicht mal Höhle nennen, also ein Straßenzug, der sich aber offensichtlich unter der Erde befindet. Also, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand bei den Zwergen gewesen ist, aber so ähnlich würdet ihr es euch vorstellen, dass die Zwerge unter der Erde leben und ja, Gebäude aus dem Felsen geschlagen haben, in großen, riesigen Höhlen. Sieht aber nicht zwergisch aus, sondern tatsächlich laufen hier überall drachenblütige Personen auf der Straße herum. Und Perrin ist wahrscheinlich vorausgegangen. Dann seht ihr, als Perrin durch diesen Durchgang hindurchgeht, sich seine Gestalt verändert zu einem grün-messingfarbenen Drachenblütigen. Merke ich das? Oder? Du nicht, ne? Perrin? Ja. Entschuldigung. Ja, was ist denn? Sieh mal an dir runter. Sehe ich was? Du siehst ja jetzt auch selber, dass du irgendwie höher bist als, ach, als üblich. Ja, ja. Bin ich auf Augenhöhe mit denen? Größer? Größer. Ja, ein bisschen größer jetzt, ja. Du hast, feine grün-braune Klamotten an, hast einen Bogen über der Schulter. Was ist meine Haut? Wie wäre ihre? Messingfarben, leicht grünlich. Ah, schön. Oh. Ich gehe aus dem Raum wieder raus. Perrin. Und gehe wieder rein. Ja. Ist ja Wahnsinn. Sieh mal, wie groß ich bin. Ich gehe auch da durch. Du wirst zu einem breitschultrigen, drachengeborenen, drachenblütigen mit goldenen Schuppen und einer silbernen Rüstung und einem Zweihandhammer. So offensichtlich sowas Paladin-Kleriker-mäßiges. Wow! Erstaunlich. Du als Nächste, Eleni. Ich will mich nicht in die Träume einmischen. Wir mischen uns nicht ein. Wir mischen uns voll ein. Ja, natürlich, aber wir müssen ja auf seine Blockade... Dann sag nicht, wir mischen uns nicht ein. Naja, auf ehrliche Art und Weise kommst du ja nicht mit. Wir müssen seine Blockade entblockieren. Ja, ich mache einen Schritt rein. Okay. Du verwandelst dich auch in eine silbrige, drachenblütige Frau mit feinen Klamotten, feinen Roben. Schaust aber ein bisschen genauer an dir runter und erkennst, dass in diesen Roben innen dann doch irgendwie so ein paar Dolche versteckt eingenäht wurden. Okay. Das ist cool. Warte, Gon, bevor du reinkommst. Roter Drachenblütiger und mit einem Kampfstab und vielleicht eine komische Frisur. Was meint ihr? Warum komische Frisur? Einfach so. Und ich guck so auf Gons Haare. Geh ich rein. Du gehst rein. Und die Gestalten, die alle hinter dir sind, treten mit dir natürlich auch herein. Und du spürst deinen Körper, den du ja gerade selber führst, wie der sich ja, irgendwie vom Boden löst und in den Hintergrund tritt und aus einem Rauschen hinter dir eine Gestalt nach vorne kommt. Eine weibliche, kupferfarbene Drachenblütige. Und Gon schwebt irgendwo im Hintergrund, ganz fein durchscheinend. Was sehen wir? Das. Der, diesen Tausch. Gon! Damit habe ich nicht gerechnet. Wer bist du? Und auch nicht rot. Wer antwortet mir denn jetzt? Wer bist du? Weiß ich auch nicht genau. Möchtest du was entscheiden? Möchtest du mir irgendwas vorher noch dazu sagen? Ich kann dich auch spielen, wenn du willst. Oder du improvisierst jetzt was. Warte, gib mir eine Sekunde. Wir haben es uns alle gewünscht und du darfst als Einziger. Na, dann mache ich das natürlich.
Oh, hallo. Wer seid ihr? Gon? Gon, von wegen Gon. Ich bin Morelia. Morelia? Morelia. Ach, ist das schön, sich wieder selbst bewegen zu können. Morelia, wo ist Gon? Gon hat jetzt Sendepause. Ich versuch mal einfach was und schub sie aus dem Raum raus, wenn ich kann. Wortlos. Das war nicht deine Same. Du. Ja. Sie hat sich so gefreut. Mach mal einen Athletikwurf. Und du mach mal bitte ein W20 plus 5. 23. 20. Oh, nicht schlecht. Versuchst dich noch darunter wegzutauchen, aber deine neue Gestalt scheint dir ungeahnte Stärke zu geben. Und du wirst geschubst an diesen Durchgang ran. Und junger Mann! fällst nach hinten und fällst. Oh Gott, jetzt muss ich mir echt. Da habe ich nicht mit gerechnet. Keiner. Doch, ich habe dran gedacht, aber ich dachte, das kann man nicht. Fällst nach hinten. Und die Gestalt bleibt. What? Die Gestalt bleibt. Toll, jetzt haben wir Midrash und Gon verloren. Oh, das ist gut. Ich gehe wieder in den Raum rein. Haben Sie sich wehgetan, ihr euch? Nein, so Drachenhaut ist wirklich sehr, sehr stabil. Nicht noch einmal. Ich schubse dich so oft ich will. Und wenn du uns Gon nicht zurückgibst, dann Shepherds. Ihr müsst wohl vorerst mit mir Vorlieb nehmen. Aha. Beruhige dich bitte. Ich? Ich soll mich beruhigen? Kommt, ich wende mich ab von ihm. Kommt euch das hier irgendwie bekannt vor? Ich wollte gerade fragen, jetzt in dieser Gestalt weiß ich... Es ist offensichtlich Darrakon, die Stadt der Drachen. Darrakon, sorry. Du hast recht. Danke, dass du mich selber... Das hat sich so ins Gehirn eingebrannt. Ja. Genau, es ist eine der größten Handelsstraßen hier, wo... Wie habe ich mich nochmal genannt? Also, Melurian. Morelia. 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 Das wusste ich natürlich. Ich war so drin, dass ich es einfach vergessen habe, sorry. Eine der größten Handelsstraßen hier, und ihr seid auch nicht die einzigen Personen hier, wie gesagt, die gehen immer mal hoch. Es ist eine kurvige Straße, die auch ein bisschen nach oben geht. Links und rechts weitere Häuser. Ihr seid aus einem dieser Häuser quasi gerade rausgegangen. Und ja, für dich ist es offensichtlich, dass es dass das Marktviertel von Darrakon ist. Ach, Darrakon, wie schön. Ach, schön, wieder hier zu sein. Kommt mit. Ich gehe einfach voran. Ihr seid von hier, laufe ich so ganz komisch hinterher. Bin ich von da? Selbstverständlich bin ich von hier. Ist das nicht schön? So schön felsig. Wisst ihr, warum wir hier sind? Hat sie das mitverfolgt, was alles passiert ist? Ja, wahrscheinlich. Nun, offensichtlich sind wir auf den Spuren eures Freundes. Ganz genau. Wo glaubt ihr, könnten wir Midrash finden? Gibt es irgendeine Akademie, von der ich was weiß? Du weißt, dass es eine magische Akademie gibt, ja. Oder weiß ich, wo die Clans sich aufhalten? Auch das ist dir sicherlich bewusst, ja. Ist die Frage, du weißt ja auch nicht, wann ihr seid, also. Nun... Hatte euer Freund nicht erwähnt, dass er mal auf der Magierakademie in Darrakon war? Weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Irgendwas? Ja, doch. Gut gemerkt, genau. Nicht da wahr? Da kamen wir auf den Namen Darrakon. Mm, natürlich. Ja, hat er. Na, dann würde ich es doch da probieren. Immer mir nach. Und du schubst mich nicht nochmal. Das wird er ganz bestimmt nicht. Das werde ich nicht versprechen. Das wird er ganz bestimmt nicht. Mm-mm. Wird er nicht. Ich gucke an Flints Charakter hoch und runter.
Geh weiter. Stimmt, der hat ja auch so. Du bist ein richtig stattlicher Drache. Ah, hallo. Ich geh neben Flint. Und wenn du mit der was anfängst. Die hat Gon einfach den Körper weggenommen. Flint fängt mit ihr was an? Nicht, dass es mich was angehen würde. Sah so aus, ja? Nicht trödeln, bitte. Wir kommen ja. Ich geh hinterher. Aurelia führt diese seltsame Gruppe durch die verschiedenen Bewohner von Darakon hindurch. Es geht immer weiter nach oben und ihr könnt die Architektur jetzt ein bisschen deutlicher wahrnehmen. Die schon reiche Verzierungen aufweist. Alles sieht sehr, für euch fast royal aus, königlich, alles schön verziert mit Zacken, so ein bisschen festungsmäßig von den Verzierungen her. Geht diese Straße weiter nach oben durch ein großes Tor hindurch, wird Morelia euch hindurchführen, das sich zu einem Campus öffnet. Ein großer Vorplatz vor einem massiven Hauptgebäude mit zwei Seitenflügeln. Auf diesem Vorplatz sind einige Jugendliche, würde ich mal sagen, Drachenblütige, gerade unterwegs. Die einen wirken ein paar Zauber, die anderen unterhalten sich. Manche sitzen einfach nur da und lesen Bücher auf Bänken. Das scheint hier der magische Vorplatz zu sein. Also das ist hier der magische Vorplatz. Nicht? Und Medrash? Ja, macht selbst die Augen auf. Sehen wir irgendwas Saphiriges? Nee, kein Saphiriger auf diesem Platz. Ich guck zu Eleni. Weitersuchen? Ja, wir könnten auch jemanden fragen. Ich spreche einen von den Leuten dort an. Mhm. Entschuldigung? Hallo, was kann ich für dich tun? Kennst du Medrash? Jeder hier kennt Medrash. Wieso? Weil er so cool ist, ne? Du kennst ihn nicht, offensichtlich. Oh. Was weißt du denn über Medrash? Naja, ja. Oh mein Gott. Die sprechen halt so. Er ist ein... Ich gehöre nicht zu denen, die sich immer lustig machen. Da gibt es Schlimmere natürlich. Ich finde, er ist ein sehr wissbegieriger, drachenblütiger. Und er hat wirklich was auf dem Kasten, aber... Die magische Praxis, die liegt ihm einfach nicht. Ich glaube, er ist hier nicht richtig aufgehoben. Weißt du, wo wir ihn finden können? Ist er gerade hier? Hast du ihn heute schon gesehen? Ich habe ihn heute schon gesehen. Wir hatten arkane Kunde zusammen. Aber ich weiß auch nicht, wo er gerade hin ist. Danke, ich suche ihn mal. Wir sind nämlich zusammen. Ich geh weg. Guck dir sehr verwundert hinterher. Ich wollte doch nicht die Erinnerung verändern. Aber ich konnte nicht anders. Ich leg meine Hand auf deine Schulter, weil ich das jetzt ohne Probleme kann. Und sag, alles, das ist gegen die scheiß Schlange, wie heißt sie? Die verhüllte Schlange? Alles, das ist gegen die verhüllte Schlange. Es ist gute Erinnerungen, sind sicherlich nicht schlecht. Aber... Und eine Freundin, die sich irgendjemand für Medrash eingebildet hat, ist wahrscheinlich auch was Gutes. Was ist, wenn ich dem Typen jetzt... Ach nein, wir sind ja nur ein Medrash. Ich habe ja sein Leben gar nicht verändert von dem anderen. Und ich bin instant erleichtert. Ich habe ja gar nichts zerstört. Ja, du hast recht. Suchen wir weiter. Siehst du? Man sieht ihn nicht, ne? Ihr seid immer noch auf diesem großen Platz. Es gibt mehrere Gebäude in diesem gesamten Komplex. Wie gesagt, das große Hauptgebäude. Viele Leute hier auf diesem Platz, die ihre Tätigkeiten tun. Aber
alles metallische Drachengeborene, kein Edelstein. Da sie uns ja alle hören, rufe ich einfach, weiß irgendjemand, wo Medrasch ist? Die Leute, die um euch rumstehen, hören auf mit ihren Tätigkeiten, gucken zu dir rüber. Wir haben gute Neuigkeiten für ihn. Gute Neuigkeiten? Wieso? Naja, zwecks seiner Magieblockade. Das ist alles nicht seine Schuld und ich muss ihn finden. Leute fangen an zu kichern. Gucken sich gegenseitig an. Magieblockade, ja? Dem, der so viel vorausgesagt wurde. Wieso sollte der blockiert sein? Weil er zu mächtig ist. Und gewisse Leute Angst haben vor ihm. Wer auch immer mich auslacht, ich gehe auf den zu. Ja, da ist dieser dieser auch silberdrachenblütige bisschen, ja, der sich gerade so aufspielt. Ja, was willst du denn machen, hä? Was willst du denn machen? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wer bist du denn? Gesandter des Königs. Des Königs? Mhm. Immer einen Wurf auf Einschüchtern. Kann ich nicht. 5. Wow. Ich hab 3 geworfen. Ja! Yeah! Also, das ist nicht so einschüchternd, wie ihr es jetzt erwartet hättet. Aber was er gesagt hat, hat eindeutig einen Nerv getroffen. Ja gut. Das mag ich natürlich nicht abschreiten. Warum seid ihr jetzt hier? Wir suchen Medrasch. Der Rest geht dich nichts an. Jetzt sag mir, wo er ist. Alles gut, alles gut. Hat jemand Medrasch gesehen? Guckst du nach hinten zu den Piers. Jetzt ist so ein goldener, Drachenblüte gemeldet. Ja? Ich glaube, er ist nach Arkane Kunde. Ist er rüber... Hör auf zu reden und führ mich hin. Okay. Ich guck so nach hinten so... Na los. Und ja, die Silberdrachenblütige führt euch zwischen zwei Gebäuden hindurch zu einem Haus, wo immer mal Leute reingehen, Leute rausgehen. Die haben alle wahnsinnig viele Bücher in Taschen oder auf den tragen die. Scheint eine Bibliothek zu sein. Ich glaube, er ist rüber in die Bibliothek gegangen. Danke. Der König wird sich an dich erinnern. Vielleicht. Husch. Verschwinde wieder. Perrin, musst du mal so übertreiben. Also schon mal ein bisschen größer, weißt du? Aber für Medrasch ist es doch super. Jetzt haben sie alle... Also, ganz ehrlich, jetzt denken sie alle, er hat wirklich eine Blockade. Was vielleicht auch stimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, allzu groß wird der Schaden nicht sein. Nimm diesen Hammer und halt ihn so. So ganz stolz. Ganz locker. Locker auf der Schulter. Solltest du dir für sonst auch überlegen? Ja. Steht dir? Ganz ehrlich, ich finde den auch ganz schön toll. Und was für einen stattlichen Kerl der aus dir macht. Oh. Nun gut, auf in die Bibliothek. Wir sind schon da. Weiter in die Bibliothek. Vor der Bibliothek hast du sie weggeschickt. Ja, wir werden drin. Und ihr geht herein. Bleib kurz mit dem Hammer hängen oben. Es ist ja alles für drachenblütige Proportionen hier gebaut. Kommt herein in eine... Ja, weiter große Halle, voll mit Regalen und Galerien, auf denen Schriftrollen und Bücher in Regalen angebracht sind. Und ja, haltet hier weiter Ausschau und könnt auf den ersten Blick jetzt nichts erkennen. Die Regale sind natürlich Sichtschutz dementsprechend. Na los, ausschwärmen. Wir müssen den Kleinen finden. Psst. Ja, psst. Die drachenblütige Frau, die dort an der Infotheke steht. Das hier ist die Bibliothek. Ich kannte deine Mutter. Ha, 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 ha.
Ich hatte... Ich dreh mich um und geh weiter. Ja. Ich dreh mich zu den zwei. Ich geh mit der Troller da mit und ich lass die nicht aus den Augen. Ihr geht in die andere Richtung, okay? Okay. Gut. Okay. Brauche ich von einem aus eurer Gruppe und von einem aus eurer Gruppe mal einen Wahrnehmungswurf. Ich mach. Ja, bitte. Ich weiß ja gar nichts mehr, was jetzt überhaupt hier meine Sachen sind. 21. 16. Okay. Gut. Wollt ihr was ausspielen bei der Suche? Also, wenn... Nee, ich hab nichts zu sagen. Ich bin auch noch ein bisschen pisst. Okay, ihr schweigt euch an. Schubs habe ich nicht vergessen. Schweigt ihr euch an. Ihr beide? Legst du dir jetzt auch einen Hammer zu? Ich glaube nicht. Mein Schild ist schon toll und ich kann dir nicht... Also, wenn ich noch zwei Arme hätte. Würdest du komisch aussehen. Aber... Wie die Queen. Gut, lassen wir das. Midrash! Ihr sucht hier auf der rechten Seite, ne? Immer mal so durch die Regale durch. Ihr seht viele Magier, Schüler und Gelehrte, die dort Bücher haben und Schriftrollen, Sachen abschreiben, dort an ihren Studien sind. Midrash könnt ihr nicht erkennen. Ihr hingegen auf der linken Seite seht ihr das gleiche Bild von verschiedenen Leuten, die dort am Studieren sind. Und in einem Gang seht ihr tatsächlich dann zwei Personen. Midrash als jugendlicher Drachenblütiger und eine kupferfarbene weibliche Drachenblütige, die dort stehen und sich gerade unterhalten. Hey, Morelia. Mhm. Genau das. Klappe halten und ruhig sein. Ich will erst mal gucken, was passiert. Läufst du voran oder bleibst du stehen? Ich würde mich eher, wenn ich sozusagen auf der anderen Seite von dem Regal, könnte ich dann sozusagen durchhören oder sind die, dann würde ich sozusagen auf die andere Seite gehen. Okay, dass ich, quasi dass ich, den nächsten Gang genau. Da durch die Bücher durchzuhören. Genau. Ja. Während du vorangehst, versuche ich mit meinem Schwanz zwischen deinen Beinen um den Bein zu stellen. Mach mal bitte ein... Es ist das Gleiche. Es ist Athletik von dir, also machst du mal bitte ein plus W20 plus 4 und du machst Athletik oder Akrobatik. 14? 14. Dann bleibt der Status quo erhalten und es passiert nichts. Also du schaffst es nicht dementsprechend. Du stolperst leicht und hast es bemerkt, aber kannst da noch gerade so drüber hüpfen. Gut, wir sind quitt, komm. Ich gehe ihm hinterher. Okay. Ihr hört ein Gespräch mit an. Zwischen Midrash und dieser anderen Frau, die Midrash als Jerry bezeichnet. Jerry? Mon Jerry. Mon Jerry. Mit Gö oder mit Miat? Der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Muss die Kassel. Und sie spricht mit Midrash. Und du hast es wirklich noch nicht geschafft, den Feuerpfeil zu wirken? Ich habe so viel geübt. Trotzdem schaffe ich es nicht. Ich glaube, du musst nur noch ein bisschen weiter üben. Du schaffst das schon. Das ist lieb, dass du das sagst. Du glaubst immer an mich. Du bist eine der wenigen. Ja, die anderen sagen echt keine schönen Sachen über dich. Ja, dabei versuche ich doch immer nur mein Bestes. Das weiß ich, das glaube ich dir. Du, ich wollte dich mal fragen. Ja? Magst du dir vielleicht mal mit mir zusammen die Sterne ansehen? Oh mein Gott. Midrash. Die.
Ich schaue mir gerne mit dir aus wissenschaftlichen Gründen die Sterne an. Aber wir können ja ein paar Bücher mitnehmen und dann schauen, welche Konstellationen sich... Ja. Natürlich, so meinte ich das auch. Ich muss jetzt auch... Ich suche nach ein paar Büchern, vielleicht finde ich etwas. Ja, danke. Sie geht beschämt weg aus dem Regal und Richtung Gang. Na los, komm. Setze mich vielleicht auf so einen Tisch oder so, wo es den es da gibt. Stell so ein Buch hin, damit mich keiner sieht. Ich setze mich dazu. Ob du mitkommst oder ich nicht. Ich komme, aber ich setze mich nicht dazu. Ich stelle mich in den Hintergrund, weil ja, ich deinen Freund ja nicht so gut kenne. Und blätter so ein bisschen durch die Bücher. Medrasch. Wer bist du? Ein Freund. Ich kenne dich nicht. Ich muss lernen. Ich nehme so einen ganzen Stapel an Büchern, den ich da vielleicht habe, und schlag gleich auf. Ich. Feuerpfeil. Medrasch. Psst, ich muss lernen. Hör zu. Ich weiß, dass du eine Magieblockade hast. Und das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich bin ein Freund aus der Zukunft. Medrasch. Herrgott, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß, aber... Es steht eine Prüfung an. Es wird dir nicht helfen. Doch, ich muss nur lernen. Ich muss mich nur noch mehr konzentrieren. Dann schaffe ich das. Ja. Ich werde dir jetzt was sagen, was du einem Mann namens Flint nie sagen sollst. Aber bevor du irgendeinen Pakt eingehst, denk lieber an Pelor. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Ich kann dich überhaupt nicht. Medraschs Erscheinung verschwindet vor dir, Perrin. Und zwei Tische weiter sitzen plötzlich zwei andere Drachenblütige und alle Personen, die du im Hintergrund sehen kannst, wechseln plötzlich irgendwie ihre Plätze. Medrasch ist weg. Das könnt ihr natürlich alle wahrnehmen. Wir auch. Dass sich alles verändert, ja. Personen sind an anderen Orten. Das habe ich zu viel gesagt. Wir müssen die anderen suchen. Vielleicht ist Medrasch ja doch wieder irgendwo aufgetaucht. Gut, geh du die anderen suchen. Ich habe etwas zu erledigen. Du hast gar nichts zu erledigen. Ich entschuldige. Du bist nur Ingons Körper. Mehr bist du nicht. Du kommst mit. Und die Zeit werde ich nutzen. Na, was willst du denn tun? Wann komme ich denn mal wieder nach Darakon? Das ist eine Erinnerung. Du hast hier nichts zu tun und du kommst mit. Ich höre nicht zu. Ich mache ein Buch auf und reiß drei Seiten raus. Fress sie auf. Stell das... Was steht auf dem Buch drauf? Ich muss das wissen! Gut, das auch mal andersrum zu spielen. Ich kann mir auch was ausdenken. Auf dem Buch steht... Warum Papier giftig für... Optometrie für Fortgeschrittene. Ob oder ob? Optometrie. Ich finde das eigentlich... Auch eine Seite? Nimm doch bitte das Buch. Und ich blätter einfach mal in dem Buch durch und lese, guck, ob ich was Interessantes sehe. Aber bleib bei mir. Mach mal einen Wurf auf Arcane Kunde. 14. Ziemliches Kauderwelsch. Sehr hochmagisch. Auf jeden Fall, was du anhand der Bilder erkennen kannst. Alles andere ist drakonisch. Kannst du nicht lesen. Das heißt, ich erkenne einfach nichts. Ja. Was ich sagen wollte, ist, wir suchen jetzt die anderen.
Ich habe vorher noch etwas zu erledigen. Was hast du zu erledigen? Gib mir eine Minute. Ich lass dich nicht aus den Augen. Dann kommst du halt mit. Was willst du denn tun? Ich gehe zu der Bibliothekarin am Anfang. So. Hallo, hältst du mich auf? Nein. Hallo, Entschuldigung. Mhm. Ja, das wirklich, hören Sie, dieses eine Mädchen, Geri, glaube ich. Ich muss Ihnen sagen, ich habe gesehen, wie sie Seiten aus einem Buch herausgerissen hat. Das schickt sich nun wirklich nicht in einer Bibliothek. Gehen Sie selbst gucken, Optometrie für Fortgeschrittene. Also wirklich, Kinder gibt's heutzutage. Können Sie die nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Das Buch oder das Mädchen? Das Buch kenne ich natürlich. Sicherlich, Sie arbeiten sicherlich schon sehr lange hier. Geri, die Kupferdrachenblütige. Ja, eine von den Magierschülerinnen. Interessant. Ich glaube, ich habe sie vorhin hier schon reingehen sehen. Ja, ja, sie hat sich lange dort hinten mit unserem Medrasch unterhalten. Mit Ihrem Medrasch? Unserem, unser aller Medrasch. Ist ja nicht ein besonderer Junge. Das ist er in der Tat. Nun gut, sie macht das Buch zu, wo sie gerade drin gelesen hat und steht dann auf und begibt sich in die Richtung des Regals. Jetzt können wir deine Freunde suchen. Ich gebe den High Five. Ja, ihr habt, ihr beide inzwischen auch gemerkt, dass sich alles verändert hat, außer euch. Irgendwas ist passiert. Ja, hier passiert ständig irgendwas. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Loop und alles fängt wieder von vorne an. Meinst du nicht, dass wir Medrasch verändern? Vielleicht. Ich glaube nicht, dass wir wirklich in der Zeit reisen. Wir sind ja nur in seinen Gedanken. Wie würdest du dich fühlen, wenn wir in deinen Gedanken wären? Tut mir leid, das Thema beschäftigt mich. Ich weiß, wir wollen hier helfen und so, aber wie würdest du dich fühlen? Schlecht. Na also. Aber Eleni, er wacht nicht mehr auf. Ich will ihm auch helfen. Aber all diese Dinge gehen uns nichts an. Wahrscheinlich nicht, aber wenn wir doch die Möglichkeit haben, etwas zu verändern und ihm zu helfen. Oder möchtest du, dass das ein Dauerzustand bleibt? Nein, aber ich werde mich bei ihm entschuldigen, wenn er wieder wach ist. Dafür, dass wir alles über ihn wissen. Da bin ich dabei. Sie hat auf der anderen Seite der großen Halle den drachenblütigen Perrin und Morelia zum Haupteingang stolzieren. Zumindest Morelia stolzieren. Also bei Perrin war ich mir nicht sicher, ob er das ist, aber Morelia erkennt man sofort. Wollen wir zu den beiden? Du erkennst sie sofort? Ja, wir gehen zu den beiden. Nice. Gut. Ja, ihr beide, die dort steht, wollt ihr hinterherlaufen? Wollt ihr, was wollt ihr? Hinter wem? Hinter der Bibliothekarin. Nein. Okay. Das ist jetzt ihr Problem. Dann seht ihr Eleni und Flint auch wieder näher kommen zu euch. Wir haben Medrasch nicht gefunden. Wir haben ihn gefunden. Oh. Ja. Er war gerade am Studieren und ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er keinen Pakt in Zukunft eingehen soll. Und genau in dem Moment ist er verschwommen und alles hat sich verändert. Was hast du ihm gesagt? Dies, das, Ananas. Was genau? Also, ich weiß es nicht mehr. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass er keinen Pakt mit einem bösen Wesen eingehen soll, weil er dann definitiv nicht mehr zaubern kann. Das waren ziemlich genau meine Worte. Euer Freund sagt die Wahrheit. Bringen wir das hinter uns. Gehen wir weiter. Ja. Wohin? Weiß ich nicht. In den Flur und gucken. Gibt es einen Flur? Ist ein Korridor? Kann man von dort aus sehen, wo Medrasch vorhin war? Ich weiß jetzt nicht, was ihr gerade vorhabt, genau. Also du willst wieder zurück in den... Okay. Also ganz aus diesem Drachen-Ding raus. Genau, du musst wieder aus dem Haus, die Straße runter. Kann man hingucken, ob Medrasch
oder ist das ganz verwinkelt? Ihr habt ihn ja auch nicht direkt gesehen. Ja, das stimmt. Das Regal ist zu sehen, aber nicht, was da drin passiert. Kann ich mich irgendwie positionieren, ob ich gucken, ob er wieder da ist? Kannst du machen, ja. Dann würde ich kurz nochmal gucken, einfach einen letzten Blick, ob er vielleicht, ob das doch wieder ein Loop ist oder ob es gerade was anderes ist. Okay, ja. Du gehst auf die andere Seite, dass du in das Regal reinschauen kannst. Midrash steht da mit einem Buch in der Hand und guckt so ein bisschen erwartend das Regal entlang. Ich drehe mich um. Er ist wieder hier. Vielleicht sollte es diesmal jemand anderes versuchen. Ich hätte da jemanden im Auge. Ich guck. Na los, nicht so schüchtern. Ja, natürlich. Ihr braucht euren Beistand. Husch, husch. Gib dir den kleinen Stoß in die Richtung. Ich lass mich schubsen. und gehe vorsichtig Richtung Midrash. Okay. Ja, der steht da und scheint auf jemanden zu warten. Hallo. Hallo. Midrash? Ja, richtig. Entschuldige, ich habe gerade keine Zeit. Ich bin verabredet. Das ist doch schön für dich. Ja. Bitte lass mich allein. Ich stelle mich trotzdem daneben. Midrash, wie geht's dir? Wir kennen uns nicht. Bitte lass mich allein. Nein, sagen wir, ich bin ein Freund. Okay, wenn du mein Freund bist, dann geh jetzt bitte, weil ich habe hier sowas wie ein Date. Mit wem denn? Das geht dich nichts an. In Ordnung, dann viel Spaß mit deinem... Ja, danke, danke. Geht dich nichts an. Und ich gehe zurück. Und? Er hat ein Date. Geh einfach hin und sag, Jerry wurde leider... von der Schule geschmissen. Oh. Wer ist denn Jay? Seine kleine Freundin. Aber tut ihm eh nur weh. Deswegen, das haben wir auch mitbekommen. Jerry. Schlimmer als viele Verletzungen, die ich mitbekommen habe. Beren, du weißt, ich kann nicht lügen. Ach, das ist aber blöd, dass Jerry von der Schule geschmissen wurde. Habt ihr das schon gehört? Ja, weil sie immer die Bücher kaputt macht. Ja, schrecklich. Ach. Was? Ist denn das zu glauben? Nein, jetzt geht. Was mache ich denn jetzt? Midrash. Was? Das, hast du auch gehört, dass Jerry von der Schule geflogen ist. Nein, das ist mir ganz neu. Was ist denn passiert? Ich glaube, sie hat sich schlecht benommen und dann hat einer der Lehrer gesagt, dass sie gehen muss. Nein, nicht Jerry. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Midrash, ich... Das stimmt nicht. Doch. Kann es sein, dass... Jerry, weiß ich, wo sie wohnt. Ja, natürlich. Ich eile da sofort hin. Ich werde sie aufsuchen. Das kann nicht sein. Ich guck rüber zu Perrin. Lady. Ja. Vielleicht flirtest du mit ihm? Ich? Wieso nicht? Ich glaube, die Sache läuft aus dem Ruder. Ich stampfe jedenfalls schon raus. Mhm. Ich will nichts verändern. Wir haben schon was verändert. Mann, der muss Kopfschmerzen haben, wenn er wieder wach wird. Ja, lieber wach als mit Kopfschmerzen als schlafend ohne Kopfschmerzen. Wo ist denn diese Jerry? Müsste die nicht irgendwo hier sein? Wer? Jerry? Wir haben sie vorhin gesehen, aber ich meine... Gehen wir hinterher? Versuchen wir mehr rauszufinden? Oder natürlich gehen wir hinter Midrash her. Natürlich gehen wir hinter Midrash hinterher.
Okay, ihr lauft, lauft die Bibliothek raus und seht, wie ihr gerade den magischen Campus, den Innenhof durch das Tor hindurch verschwindet auf die Straße. Hinterher. Perrin, ich habe dir gleich gesagt, das war eine schlechte Idee. Ich kann nicht lügen. Du weißt, was passiert, wenn ich lüge. Hat das dir geglaubt oder nicht? Ja, aber das spielt doch gar keine Rolle. Doch, du sagst, du kannst nicht lügen, er hat es dir geglaubt. Ich sehe den Punkt nicht. Kann lügen. Ich... Stolper. Ich fange dich auf und sag, alles gut, du kleiner Lügenbold. Weiter, los. Ihr lauft weiter. Medrasch läuft die Straße runter, die Einkaufsmeile, bis ihr in einen Bereich kommt, wo es überwiegend Wohnhäuser auch gibt. Alles natürlich dicht an dicht, eine Fassade neben der nächsten, auch in den Fels reingehauen teilweise. Und Medrasch hat mitten auf der Straße ist er stehen geblieben und schaut in Richtung eines Hauses rüber, wo die Bibliotheksfrau gerade mit mehreren Gardisten und Jerry im Schlepptau steht und aus dem Haus die beiden Eltern von ihr rauskommen. Was ist da los? Was ist passiert? Was passiert da? Was genau beobachte ich? Dass die, dass Jiri gerade konfrontiert wird von den Wachen mit ihren Eltern, die offensichtlich große Schande über sie empfinden. Und sie erblickt dich auf der Straße. Medrasch! Medrasch! Jiri! Ich eile rüber. Lass sie los! Die Wache schubst dich direkt runter. Was soll denn das? Was wollt ihr von ihr? Medrasch, lass dich nicht... Ich habe seltsame Stimmen gehört. Lass dich nicht... Und alles verschwimmt. Und die Szenerie endet. Und ihr steht auf der großen Straße. Alle Personen sind weg. Und nehmt langsam wieder eure eigentlichen Formen an. Und Aurelia, du merkst, wie du weggezogen wirst. Nein, noch nicht. Du warst doch ganz okay. Oh, du auch. Aber dein Freund. Und Gon stolpert wieder vorne in echt heraus. Komm. Schön, dass du wieder du selbst bist. Ich freue mich auch. Alles gut? Oh, ja, das war ja was. Habe ich das alles mitverfolgt? Mhm. Ich habe das alles mitverfolgt. Ich auch. Ich habe versucht, dich wieder hinzubekommen, wie du warst. Du hast mich, geschubst, ja, raus, damit du wieder du wirst. Das stimmt. Ein wahrer Freund. Ja. Gut, jetzt bist du hier zurück. Wir haben, glaube ich... Ich guck noch einmal so verwirrt hinter mich. Für ein bisschen Trubel gesorgt. Was soll denn passieren? Wir versuchen nur Medrasch andere und bessere Erinnerungen zu bringen. Ich weiß doch auch nicht, was wir hier machen. Das war sicherlich keine bessere Erinnerung. Naja, aber die andere war... Du hast es nicht miterlebt, aber... Das tat weh. Ihr hört eine große... Explosion und ein Feuerball, der die Straße hoch aus dem Gelände des Magier-Campuses kommt. Eine Explosion? Ja. Irgendwas sagt mir, das hat mit Medrasch zu tun. Hinder! Na los, ich bin gleich hinter dir. Bist du es? Wirklich? Oder? Ich. Oh oh. Wird auf jeden Fall direkt hinter Flint sein, ja. Okay, gut. Ich dachte, du willst jetzt irgendwas anderes tun. Nein. Okay. Ihr lauft wieder hoch. Ja. Die Straße hoch zum Tor des der Magischen Universität. Und ihr seht, dass dort ganz auf diesem Innenhof ganz viele Bänke auch wieder aufgebaut sind. Und es sind sehr, sehr viele Leute hier. Ja, vielleicht die halbe Stadt, die ein Spektakel vorne beobachtet, direkt vor
auf den Treppen zum Hauptgebäude hoch, wo auch eine Art Bühne aufgebaut ist. Davor sitzen auf einzelnen Stühlen 7 verschiedene Drachenblütige mit schwarzen langen Roben, die alle auch Stäbe dabei haben, also offensichtlich Magier. Und auf dieser Bühne ist gerade eine kupferfarbene Drachenblütige dabei, Zauber durchzuführen. Und hat wohl offensichtlich gerade ein Feuerball gewirkt. Und die Menge beginnt zu klatschen und das zu wertschätzen, was dort passiert. Und ihr seht, dass neben der Bühne Medrash steht, auch in den Magierroben, wie die anderen Eleven sie haben. Die Magier nicken sich so ein bisschen zu und machen sich dann Notizen. Wir sind in den Zuschauerrängen. Ihr seid in den Zuschauerrängen. Ich versuche erstmal einen anzufassen. Ey, was soll denn das? Oh, schöner Mantel. Also, aber wir sehen aus wie wir. Was hast du gesagt? Nur, ich habe gesagt, wir sehen aus wie wir, weil warum sind wir da? You got me there. Entschuldigung. Ich war nur so. Wir dürfen doch nicht aufwachen. Das stimmt. Ihr seht aus wie ihr, ja. Okay. Ich habe den trotzdem angefasst. Ja, ist okay. Ja. Also, sei vorsichtig, wir sind jetzt keine Drachenblütigen mehr. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe nochmal zu dem Typen, den ich angefasst habe. Stört's dich, dass ich ein Halbling bin? Was? Nein, warum denn? Also sonst hätte er schon was gesagt. Also, ja. Tatsächlich seht ihr noch mehr nicht-drachenblütige Personen. Vereinzelt in den Ring. Ja, dann wäre ich doch gar nicht ins Fettnäpfchen getreten. Sitze ich auch neben einem? Steht noch in diesem Zwischengang zwischen den Bänken. Also ihr habt euch ja nirgendwo gesehen. Dann greife ich dem vor mir links in die Tasche. Sag mal, wir haben ja sonst nichts zu tun. Entschuldigung. Mach mal in Erinnerung was klappt. Wurf auf Fingerfertigkeit. Kannst du ja probieren. Oh, 10. 10. vor dir hat unter sich, unter der Bank, ist so eine Sporttasche. Und da denkst du, oh, vielleicht ist da was zu holen, greifst da rein und ziehst 2 grünliche Schuhe heraus. Also aus grünlichem Leder mit Blätter verziert. Ich halte mir die so hinter den Kopf. Die Leute, die hinter dir stehen. Denn die Elfe davor. Oh Gott, was ist denn mit der los? Ich wollte jetzt auch mal auffallen. In der Erinnerung. Sie haben sich auf jeden Fall als Elfe erkannt, ja. Komische Elfe. Setzen Sie sich doch mal hin. Die nächste Vorführung geht gleich los. Wir warten alle nur auf den. Ja, ist gut. Vorne wird Medrash angekündigt, der nun die Treppen zur Bühne hochgeht. Wie weit können wir an die Bühne rangehen, ohne dass uns jemand aufhält? Ich würde sagen 12 Meter vielleicht. Es ist die vorderste Reihe und in den Gängen könnt ihr natürlich... Ist in der vordersten Reihe noch was frei? Ja, ich denke schon. Ein oder mehrere Plätze? Sorry. Also es ist jetzt kein Ort, wo ich alle nebeneinander setzen könnte, aber vereinzelt sind da Plätze. Perrin, ja? Weißt du noch den Auftritt mit der Trommel? Ja. Wenn Medrash jetzt wieder auf die Bühne geht, sollten wir vielleicht vorne noch etwas Ausschau halten. Vielleicht kommt die Pflege ja wieder oder sowas. Ich werde da sein. Ich gehe nach vorne. Ich auch. Kann sie mit dem Schuh erschlagen. Hey, alles. Wir nehmen alles. Bin froh, dass du dabei bist jetzt endlich. Ja, voll. Pass auf, ihr geht nach vorne und Eleni und ich bleiben hier. Ja, gute Idee. Okay. Was, wir bleiben hier? Falls jemand einen Zauber aus dem Publikum wirkt. Okay. Okay. Setz mich nach vorne in die erste Reihe. Ihr beide geht nach vorne. Und als ihr die hinten bleibt, Eleni und Flint, ja? Was heißen wir? Ihr habt den größeren Überblick gerade. Und ihr seht, dass die Schwärze, in der ihr gefallen wart, von außen wie in einem Kreis um Medrash rum sich zuschnürt und schmaler wird. Und der Bereich, den ihr sehen könnt,
immer mehr außen in Schwärze verfällt. Alles mit Medrash im Zentrum. Der dort oben steht und sein Buch gerade in der Hand hält und da drin rumblättert. Und die Schwärze kommt auf euch zu natürlich, weil ihr weiter wegsteht. Siehst du das? Ja, lass uns in die Mitte gehen. Der Schwärze. Ich will nicht in die Schwärze. Okay. Wir gehen vor, treten vor, langsam. Ihr könnt alle Medrash hören, wie sich gerade vorbereitet und konzentriert und seine magischen Rituale und Formen noch einmal durchgeht. Ist offensichtlich aufgeregt, hier etwas vorzuführen. Und der schwarze Schatten kommt näher bis zur ersten Reihe, wo ihr dann gerade steht. Und alle Leute im Hintergrund verschwimmen und verschwinden. Und es ist nur noch Medrash im Mittelpunkt. Und ihr steht am Rand und seht, wie es immer näher kommt. Und die Schwärze hört irgendwann auf. Es ist nur noch Medrash dort. Der voll konzentriert ist. Und auf dieser Bühne steht wieder einer dieser Schatten, sich zu etwas formt, wie bei der Fliege. Ein weiterer links von ihm, noch ein weiterer und ein vierter. Und eine, aus dem ersten Schatten kommt eine schwarz-dunkle Hand heraus. Es formt sich ein Körper mit einer Fratze und wirren nach hinten gerichteten, ja, nicht wirklich Haaren, sondern schwarzen Stacheln. Und aus der nächsten kommt die nächste Hand. Es kommen dort vier Gestalten heraus. Die erste versucht nach Medrash zu greifen. Ich würde dazwischen gehen. Kannst du gerne in der nächsten Episode versuchen. Oh. Tu mir das doch nicht an. Das war Dice Actors, Episode 9. Schreibt drunter, ob ihr es auch so spannend fandet. Und ich mach mal was ganz Doofes für die Kameras, aber ich muss mal zu Kelly rübergehen. Oh, oh. Weil du so cool gespielt hast. Ja. Oh. Das ist so cool gemacht. Oh. Danke dir so. Oh, danke schön. Ihr alle natürlich mit den Situationen, die ich euch gerade reingeworfen habe, die ihr improvisiert habt. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Vielen Dank danke dir. Danke. Und euch sehen wir nächste Woche bei den Dice Actors. Ciao, ciao. Ciao. Tschüsschen.